Nee, das sehe ich. Das Ding habe ich hier noch nicht gesehen. Ich dachte zuerst, das wäre auf der anderen Seite. Okay. Hier kommst du nicht her. Ich guck mal, die Hallen sind da hinten. Ich schieße da mal durch. Ja. Letzten Moment. So, okay. So von der Lautstärke ist es auch noch. Das ist gut, genau. Okay.
So, es ist 14 Uhr, donnerstags, Jutz-Digi-Zeit. On the clock, Jutz Salzhausen mit unserer abgedrehten Gesprächsrunde. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass ihr euch einmal interessiert für dieses Thema und bewusst eingeschaltet habt, weil wir einen genialen Studio-Gast haben heute oder weil ihr es einfach schon gewohnt seid, dass wir mit donnerstags dran sind. Wir haben heute ein mein Lieblingsthema umfassenden Gast mitgebracht, der sich gleich einmal selbst vorstellt. Ich wollte einmal noch ganz kurz vorher sagen, warum wir digitales Jugendzentrum machen. Wir haben immer noch Corona, wir haben immer noch einen Lockdown eigentlich und wir haben bei uns im Jugendzentrum immer noch so die Situation, dass wir mit gebremstem Schaum fahren, dass wir nicht ganz so viele Jugendliche reinlassen, wie wir das sonst immer tun. Und deswegen haben wir nach Möglichkeiten gesucht, euch trotzdem zu erreichen mit Themen, die euch interessieren. Und das Thema, was alle interessiert, ist tatsächlich Fußball. Oder was tatsächlich sehr, sehr viele interessiert, ist Fußball. Und ohne Schiedsrichter geht's nicht. Deswegen haben wir heute einen mitgebracht, der sich jetzt einmal selbst vorstellen möchte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Ahlers. Ich wohne in der Nähe von Andreas. Ich wohne in Garlsdorf, bin 56 Jahre alt, Schiedsrichter seit mehr als 25 Jahren, glaube ich. Bin ich so ein Statistikfreak. Und ja, ich denke, ich kann etwas erzählen über Schiedsrichterei. Ich war Bezirksschiedsrichter, heißt, ich habe auf Bezirksebene gepfiffen. Ich habe auch in der Oberliga die Fahne geschwungen und ja, so im Laufe der Jahre auch einiges erlebt auf dem Sportplatz, vermute ich mal. Ich werde da gern von berichten. Genau, und darüber reden wir, über einmal Fußball möglicherweise in allen Situationen, die so den professionellen Fußball anbelangen, als auch unser allerliebstes Kind, den Kreisliga-Fußball, da wo Fußball eigentlich noch wirklich Fußball ist. Und über beide Themen wollen wir heute ein bisschen reden. Einmal, ihr könnt euch dran beteiligen. Wir haben hier eine Telefonnummer. Da könnt ihr gerne anrufen, wenn ihr mit uns sprechen wollt. Ihr könnt in den Chat schreiben, den beobachten wir. Und wenn da jemand reinschreibt, dann gehen wir darauf auch ein. Und zuallererst habe ich aber für Peter, ich habe es in meiner Spielerkarriere tatsächlich nie hinbekommen. Ich wollte immer mal Trikottausch machen. Aber wir spielen ja nicht international. Aber ich habe für Peter ein Trikot mit tatsächlich der grandiosen Nummer 13 hinten. Das ist mein Trikot, also ein Original-Saga-Trikot, wo wir mitgespielt wurde. Oh, als Gastgeschenk sozusagen. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Und ein bisschen was zu essen, ja, ist auch dabei. Genau. In diesen Zeiten für Schiedsrichter nicht so gut. So, ich habe natürlich auch was mitgebracht. Das ist übrigens der einzige Grund, warum wir... Okay. Das ist der einzige Grund, warum wir das Ganze überhaupt machen. Wir wollen Geschenke haben. Ja, so. Ich habe meine Original-Linienrichterfahne mitgebracht aus dem wirklichen Leben. Die kann man im Andreas ja im Jugendzentrum benutzen, falls irgendjemand nicht rund läuft. Genau. Und die kann man auch als Waffe benutzen. Ja, lieber nicht. Das ist eine Fahne, die heute eigentlich die meisten Schiedsrichter haben schon Funkfahnen, aber in unteren Ligen und da, wo Andreas und ich aktiv waren oder sind, da wird noch mit einer normalen Fahne das ausangezeigt. Die wird einen Ehrenplatz im Büro kriegen. Guck mal, eine Nachricht aus dem Chat ist, das Mikrofon ist ein bisschen hoch bei dir. Vielleicht okay. Musst du einmal gucken. Okay, ja, ich... So besser? Ja. Okay. Die Kollegin aus Neuwulmsdorf ist es. Rieke, müsste eigentlich gehen, oder? So besser? Wer ist in Neuwulmsdorf? Gibt es TVV in Neuwulmsdorf, ne? Ja, und ja. Elsdorf ist ja auch eine Gemeinde. Zwei Vereine sogar, BSC Neuwulmsdorf. Habe ich auch schon mal gespielt, auf Kunstrasen. Genau. Ja. Und Elsdorf ist ja Ortsteil von Neuwulmsdorf. Genau. Es ist ja auch da mittlerweile der führende Verein in der Ecke. Ne? Die spielen ja in der Landesliga. Ja. TVV ist eher ein... Breitensportverein, würde ich mal behaupten. Ja. Und Elsdorf macht ja die letzten Jahre sehr auf Leistung. Ne? Genau. Genau. Wir haben wie immer in unserer Gesprächsrunde vorher auf unseren sozialen Seiten einen Fragensticker reingestellt und haben unfassbar viele Fragen reinbekommen. Und
Ja. Sowohl zum, wie gesagt, wie ich das schon angeteasert habe, sowohl zum Kreisliga-Fußball als auch zum professionellen Fußball. Und die würde ich eigentlich gerne mit dir durchgehen und ganz vorne sozusagen anfangen. Wie wird man überhaupt Schiri? Also was muss man machen, dass man Schiedsrichter werden kann und dass man auch auf Kreisliga- und Bezirksliga-Ebene pfeifen darf? Also Schiedsrichter, das ist ja eine ganz eine umfassende Frage. Also Grundvoraussetzung ist ein Anwärterlehrgang, da kann ich auch mal kurz was zu erzählen. Also ist zweimal im Jahr werden hier auf Kreisebene Anwärterlehrgänge durchgeführt. Heißt, man ist Mitglied in einem Verein, das ist aber das, die kleinste Hürde, der Verein meldet dann jemand, der 14 ist, also das ist die Grundvoraussetzung, 14 Jahre alt. Körperlich sollte man auch noch etwas fit sein. Gut, bei einem 14-Jährigen ist das nicht das Problem. Also man macht da einen Lauftest, man muss 12 Minuten durchlaufen, also kein Weltrekord, aber 12 Minuten durchlaufen. Also man sollte schon etwas sportlich sein. Ne? Ja. Das ist aber erst die Prüfung. So, dann gibt es einen Anwärterlehrgang, der heute auch digital durchgeführt wird, teils, Anwesenheit und halt auch digital. Und da gibt es dann nach dem ersten Tag gibt es ein Vorgespräch. Das heißt, unsere beiden Lehrwarte, wir haben sehr junge Lehrwarte, die sind noch nicht mal 25, also das könnten meine Söhne sein, aber es sind total nette Typen auch. Und die führen ein Gespräch mit den Kandidaten, zeigen denen auch, was da für Rechte und Pflichten sind. Es sind auch diverse Pflichten, also man muss 12 Spiele im Jahr pfeifen, man muss Lehrabende, die es aber auch seit einem Jahr aus gegebenen Anlass nicht mehr gibt, besuchen. Ja. Dann einmal im Jahr zu einer Leistungsprüfung, das heißt einen Regeltest machen. So, und dann wird dieser Anwärterlehrgang circa, ich weiß nicht, die Stundenzahl kriege ich gerade nicht so zusammen aus dem Stand, aber es sind 7 Tage, die das durchgeführt wird. Und da ist auch Anwesenheitspflicht, also man kann nicht da nur zweimal hingehen und dann Kreuze machen. Mhm. Dann gibt es eine Prüfung. Gibt es erstmal einen Vortest. Das heißt, man will sich dann natürlich nicht auch blamieren als Kreis. Und die Kandidaten müssen dann einen Vortest machen. Und wer den nicht besteht, wird gar nicht erst zur Prüfung zugelassen. Also das ist schon, man muss da schon ein bisschen für lernen. Also aus dem Stand, behaupte ich mal, kriegt das keiner hin. Mhm. Es ist Multiple Choice. Das ist natürlich auch wieder etwas, das kann man trainieren, ne? Klar. Klar, ist bei der Fahrschule ja auch genauso. Ja, genau. Ja. Aber wenn man das da nicht drauf trainiert ist, es werden die Fragen mit den Kandidaten auch durchgegangen. Also es wird schon etwas erwartet, dass man sich da auch drum bemüht und auch lernt. Da wird auch darauf hingewiesen. Also aus dem Stand und jeder kommt durch, ist da nicht. Weil im Endeffekt tut man den Kandidaten auch keinen Gefallen, wenn die nicht halbwegs regelfest sind, dann werden sie spätestens auf dem Platz scheitern. Ich meine, du hast das Regelwerk hier mitgebracht. Das ist ja durchaus, sind es 160 Seiten. Und jeder, der mal Fußball geguckt hat, weiß, gibt es in jeder Situation knifflige Entscheidungsmöglichkeiten. Zu Einzelheiten kommen wir später nochmal. Aber 160 Seiten, das ist ja erstmal, die muss man erstmal durcharbeiten. Ne? Das hat sich in den letzten Jahren, als ich vor fast 30 Jahren Anwärterlehrgang gemacht habe, da war das Regelheft halb so dick. Okay. Behaupte ich mal so aus dem Stand. Ja. Und heute auch, es wird ständig verändert. Wir werden ja auch noch zu dem tollen Thema Handspiel kommen. Ja. Und dann wird eine Prüfung durchgeführt, wenn ich das nochmal eben zu Ende erzählen kann. Genau, Entschuldigung. Wird eine Prüfung durchgeführt. Ich glaube, 5 Fehler darf man da machen bei 30 Fragen. Also das ist schon, man muss sich da konzentrieren und dann ist man Schiedsrichter oder geprüfter Schiedsrichter, wird auf so eine sogenannte Schiedsrichterliste geführt und dann gibt es seit einigen Jahren, und das finde ich auch total genial, ein Coaching-Programm. Das heißt, bei den ersten 2 oder 3 Spielen kommt da jemand und guckt sich das an, begleitet einen, den Anfänger da, um halt auch nicht da gleich die alleine auf die Meute loslassen zu lassen. Ja. Und dass sie dem Volk da zum Fraß vorgeworfen werden. Genau. Und da halt auch gleich Negativerlebnisse haben. Also ich bin mit 14
Das dauert dann möglicherweise, wie lange dauert das? 7 Wochen hast du gesagt? Nein, sieben Tage. Sieben Lehrgangstage. Ja, also bist du ja innerhalb relativ kurzer Zeit, bist du dann schon Schiedsrichter sozusagen? Definitiv, das geht schnell. Kann man mit 14 schon Herrenspiele pfeifen oder fängt man wirklich an im Jugendbereich dann zu pfeifen? Man fängt im Jugendbereich und früher war sogar der Klassiker, dass man erstmal eine Fahne in die Hand bekommen hat, ne? Das war früher der Klassiker. Dann hat Peter Ahlers da irgendwelche 14-Jährigen mitgenommen. In Greizsdorf waren es hier, der jetzt schon Trainer ist hier, Felix Beck. Ja. Oder solche Leute, die haben ihre ersten Spiele bei mir gemacht. Da musste man wirklich erstmal zeigen, wie man die Fahne richtig hält und solche Sachen. Das können wir jetzt ja auch üben. Ja, kann man üben. Vom Spiegel kann man sowas üben, Fahnenzeichen. Das ist so. Genau, Felix Beck habe ich, der ist ja jetzt, der trainiert ja jetzt. Schneeferding. Genau. Jan Schneeferding. Der stand da als kleiner Junge in Greizsdorf an der Straße. Dann habe ich noch hier seinen Nachbarn. Das war sein bester Kumpel. Die hab ich dann eingesammelt da in Greizsdorf. Und dann ging es los in die große Welt des Fußballs. Oder die kleine, ne? Ja. Auf Kreisebene. Ja, aber Jan Schneeferding, die sind ja auch Landesliga. Nee, die sind. Oder sind die abgestiegen wieder? Nein, die sind Bezirksliga. Tabellenführer. Ja, die sind ambitioniert. Aber die haben Landesliga schon mal gespielt. Ja, ja. Genau. Also als ich in Soltau noch gearbeitet habe, war Jan Schneeferding Bezirkshöchste Verein. Ja, da in Heidekreis definitiv. Ja. Hier ist eine Frage, darf Peter Ahlers nach 47 noch Bundesliga pfeifen? Ja, alle anderen nicht, Peter Ahlers ja, würde ich jetzt mal sagen. Peter Ahlers hat schon vor 47 keine Bundesliga gepfiffen. Hier ist es so, auf Kreisebene, glaube ich, Kreisliga kann man bis 60 pfeifen. Und wenn man diesen Lauftest dann aber auch schafft, ne? Also da muss man dann schon, den kann man nicht in 5 Stunden, die 12 Minuten da lang wackeln. Also da muss man schon ein bisschen also Tempo drauf haben. Ich weiß, die Zeiten weiß ich jetzt nicht. Und nein, aber hier auf Kreisebene ist es eher so, dass solange man noch irgendwie kann, darf man auch pfeifen, halt dem entsprechenden Klassen. Ne? Ja. Wir haben einen fast 85-jährigen Schiedsrichter. Das ist phänomenal. Ne? Ja. Habe ich auch Respekt vor, dass man sich ja in dem Alter da noch hinstellt. Und zum Beispiel auch hier gerade hier der Jugendhallenfußball, der lebt auch von diesen älteren Schiedsrichtern, die braucht man. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das der 85-Jährige ist, aber also bei den alten Herren sind es dann ja auch durchaus nochmal die etwas älteren Schiedsrichter. Und ja, habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, ich glaube ja. Ja. Also hier ist die Frage, ob es Otto ist, Otto Schmidt wahrscheinlich. Nein, Otto Schmidt, der ist erst 73. Okay. Dann gibt es aber noch einen in der Neuwurmsdorfer Ecke, Harald Meyer, der geht auf die 85 zu, ist aber geistig völlig rege. Otto Schmidt auch, der ist völlig geistig rege. Das sind Leute, gut, man merkt zum Beispiel beim Hallenfußball, wenn es schnell wird, gerade jetzt hier Futsal, da kommen die an ihre Grenzen. Aber ich habe Respekt vor diesen Leuten, dass sie sich da hinstellen und da auch noch Lust zu haben. Und häufig ist es so, dass dann irgendwelche körperlichen Gebrechen kommen und die dann nicht mehr auf dem Platz stehen können. Ja, genau. Aber wäre ja auch nochmal so eine Idee, weiß ich nicht, dass die dann als Coach sozusagen dann fungieren könnten. Ne? Als diese Geschichten, was du vorhin angesprochen hast, dass man, keine Ahnung. Coach wäre sinnvoller, Coach wäre sinnvoller, wenn das Jüngere machen, weil die auch eher einen Draht zu diesen... Okay, wenn Otto Schmitter sich bei einem 14-Jährigen hinstellt... Ja, okay, das könnte auch ein bisschen schräg sein. Ja. Habe ich so meine Bedenken. Aber wir haben auch junge Coaches. Das geht ja auch, dann, wenn dann ein Anfänger das erste Spiel pfeift. Ich hatte ich kann ihm zwei Anekdoten erzählen. Schiedsrichter, auch gestandener Mann, also auch ein Fußballer hier, den kennst du auch, Eduard Heinrich aus Salzhausen. Habe ich jahrelang zusammengespielt. Ja, guck, fast vermutet. Pfeift sein erstes Spiel, ich gucke mir das an im Rosengarten, da im Fahndorf, einer der schönsten Plätze im Landkreis. Da die Frage kommt gleich noch. Achso, okay, gut. Dann war da am Fünfer eine Pfütze. Ich komme da an, was ist denn hier los? Die machen sich ja alle warm. Sagt er, hier kann man nicht spielen. Ich sage, warum denn nicht? Ja, da ist eine Pfütze. Ich sage, ja, denn da hinten steht aber auch eine Schiebkarre. Da haut da einer ein bisschen Sand rein und dann läuft das. Wegen der Pfütze fällt kein Spiel aus. Und solche Sachen, das weiß man als Anfänger nicht. Der wollte nicht anpfeifen. Ich sage, du zieh deine Hose an, zieh dein Trikot an. Und ja, dann kam das nächste, auch so ein Anfängerfehler. Der kommt da an in seinem schwarzen Trikot. Eine der Mannschaften hatte schwarz. Das sind so Sachen, das sind so Anfängerfehler. Die macht man, die darf man auch gerne machen, keine Frage. Aber deshalb steht da jemand und man versucht auch nicht da schlau zu sein. Man versucht einfach, dass man die in die richtige Richtung lenkt. Ja.
Aber den Platz muss doch dann die gastgebende Mannschaft präparieren. Das macht doch ja, nicht der Schiri. Ja gut, aber wenn da das war heftiger Regenbeginn. Nein, das habe ich zudem gesagt. Ja, ja, der soll doch sich also, den einen schnappen. Nein, ja, das macht doch der Schiri nicht. Der nein, ich habe dir nur gesagt, schnapp dir da einen vom Heimverein. Der ja. soll da, das habe ich ihm vielleicht nicht ganz richtig erklärt. Er schnappt dir einen vom Heimverein. Der nimmt eine Sackkarre da oder eine Schiebkarre, da wird da ein bisschen Sand reingeschmissen und dann geht das los. Das ja. ist so Anfängerfehler halt. Ne? Ja. Deshalb fällt kein Spiel aus, weil da eine kleine Pfütze ist. Definitiv nicht. So, und dann ist man Schiedsrichter. Dann gibt es ja, also war die Frage, ob es einmal, also ich teile die mal in zwei Abschnitte, einmal was man verdient und was es noch für Vergünstigungen gibt. Ja, verdient, das sind Spesen. Also als Linienrichter, glaube ich, bekommt man 17 Euro. Ich finde das für einen 14-Jährigen aber auch schon ein bisschen Holz und oder Taschengeld. Und als Kreisliga-Schiedsrichter, glaube ich, 22 Euro. Also das ist, ja. das ist Hobby. Und was natürlich interessant ja, ist. Aber wenn man wirklich, wenn du sagst, man könnte als 14, 15, also ab nochmal zurück, ab wann darf ich dann, wenn ich die Jugendspieler gepfiffen habe, ab wann kann ich dann Herren- oder Altherren-Spiele pfeifen? Also nur als Idee jetzt. Man könnte dann ja am Freitagabend pfeifst du alte Herren, am Samstag pfeifst du ein Jugendspiel und am Sonntag nochmal irgendwie an der Linie, dann hast du irgendwie 60 Tacken in der Tasche. Definitiv. So ungefähr. Das ist ja ein ganz okayes Taschengeld. Definitiv. Gut, Altherren, junge Schiedsrichter, dann müssen die schon gut sein, weil das ist ja auch sehr speziell, ja, das die ist Klientel. Sehr speziell. Ja. Herren, es kommt auch davon an, wenn das so ein kleiner Furz ist und der pfeift den Herrn und ist denn erst 14, das geht nicht unbedingt gut. Das sieht man auch. Also da haben hier unsere Ansätze auch ein gutes Gefühl, wer was kann. Und da wird ja auch mal geguckt, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte mal Herrn pfeifen. Also 16 ist, glaube ich, das Minimum. Mhm, okay. Und dann auch, dass man sich da durchsetzen kann. Ne? Ja. Horst Holz ist da, unser Stammgucker. Moin. Und einer schreibt hier, bei deinem Pensum kann man davon leben. Ja, das, also von dem Pensum, was du pfeifst. Wie leben? Ja, an Spesen. Ach, Quatsch. Dafür kaufst du Konzertkarten und machst gutes Wetter zu Hause. Ja. wobei ich tatsächlich in meiner, also in meiner wie nennt man das denn? Verkorksten Fußballkarriere hatte ich mit jungen Schiedsrichtern, das fand ich immer gut. Also sehr regelfest und sehr auch immer gut kommunikativ. Ich habe das immer fast lieber gemocht, als mit Leuten, mit denen du dann schon, also kann ich gleich noch was zu sagen, wenn man irgendwie nochmal guckt, wenn du von unterschiedlichen Perspektiven auf so verschiedene Entscheidungen guckst. Hatte ich mit jüngeren Schiedsrichtern immer, das war immer gut. Als wenn jemand sagt, pass auf, du brauchst mir nicht mehr irgendwas zu erklären und ich nehme meine Entscheidung nicht zurück. Oder gibt es ja auch. So, das ist ja immer so eine Geschichte, die ja, das sind ja, da hast du ja gleich drei Sachen genannt. Einmal hier Entscheidungen zurück. Ja, aber das machen wir gleich. Ich wollte einmal noch kurz zurück. ja. Einmal, also bevor wir dann nochmal so in das Flachsen kommen. Die Vergünstigung, das hattest du im Vorgespräch einmal angesprochen. Das fand ich ganz spannend, was man nämlich machen kann. Was vielleicht viele gar nicht wissen, was für mich als Jugendlicher auf jeden Fall spannend gewesen wäre. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich da vielleicht auch nochmal eher eine Ambition für entwickeln können. Also was das A und O ist und was auch interessant ist, auch für mich, dass man bei einem Bundesligaspiel umsonst ins Stadion kann. So, da gibt es natürlich ein bestimmtes Kontingent nur. Und wenn es nach den Profiklubs gehen würde, wäre das auch schon längst abgeschafft. Also das ist eine Vereinbarung zwischen DFL und DFB, weil der DFB stellt ja die Schiedsrichter. Ja. Und man kommt umsonst ins Stadion rein. Das kann teilweise sogar, ich habe schon in Stadien gesessen. Ich weiß nicht, bei RB Leipzig kriegst du einen Sitzplatz. Ich habe aber auch schon Pech gehabt. Ich habe in Magdeburg zwischen den Magdeburger Jungs gestanden. Ne? Ja. War aber auch eine Sozialstudie. Ne? Aber weißt du, wie hoch das Kontingent ist für Schiedsrichterkarten? Irgendwie 300, aber da kann keiner reingucken. Mein Spruch ist immer, wenn an der Schiri-Kasse, das ist ja eine gesonderte Kasse, da stellt man sich dann an, wenn an der Schiri-Kasse die Roulade runtergeht, dann gibt's keine mehr. Dann ist das verloren. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, in all den Jahren, erstens wichtig ist, dass man sich in der Schiri-Kasse früh anstellt. Ja. Das ist A und O, früher Vogel. Ich bin immer reingekommen. Ich bin aber auch ein früher Vogel, muss man dazu sagen. Ja. Also, wenn ich nach Magdeburg fahre, dann möchte ich halt da auch ins Stadion kommen und notfalls kaufe ich mir noch eine Karte. Ne? Das, das heißt ja immer noch als letzte Option, zum Beispiel hier bei meinem Verein, wo ich regelmäßig hingehe, bei FC St. Pauli, hast du nicht so viele Chancen, eine Karte zu kaufen. Ne? Deswegen ist Schiri-Karte, hat was. Ne? Ja.
Und die Eintrittspreise übrigens sind ja im Profifußball auch nicht unbedingt gesunken in den letzten Jahren, ne? Ja, genau. Also, das stimmt. Hier übrigens, ich muss das noch einmal hier in die Kamera halten. Ich meine, nicht als HSV-Fan, aber ich trage, das habe ich letztes Mal in unserem letzten Gespräch hier als Gastgeschenk gekriegt von Frau Winter. Trage ich immer noch das St. Pauli-Dings. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja. Naja. St. Paulianer kann ja auch nicht jeder sein. Ne? Das ist eine interessante Modemarke. Ne? Mir war gar nicht klar, dass die auf Fußball spielen. Das habe ich erst neulich mit. Das ist auch ein interessantes Thema. Ob ich Torwarttrainer werden will? Nee, ich will nicht Torwarttrainer werden. Ich rette den, also, ich sag mal so, nicht aufsteigen mit dem HSV kann ich auch. Also, das würde ich jetzt auch hinkriegen. Nee, Torwarttrainer, nee. Aber tatsächlich, das finde ich total spannend mit den Das ist auch spannend. So, du kannst ja wirklich dir eine Groundhopping-Tour zusammenstellen und alle Stadien dir angucken. Das ist ja echt voll geil. Geht alles. Ich habe mal hier Tour gemacht, freitags nach der Arbeit nach Magdeburg. Dann samstags RB Leipzig und Sonntag auf dem Rückweg haben wir uns Eintracht Braunschweig angeguckt mit einem Schiri-Kollegen. Wir haben alle drei Spiele umsonst geguckt, das ist schon spannend. Genau, und wenn du dann denkst, dann hast du 150 Euro gespart, bestimmt, mindestens. Ja, vielleicht, gut, das war ein Stieb in Magdeburg, aber egal, geschenken Gaul. Und manchmal bist du zwischen den Gästefans, also ich habe da schon überall gesessen, ne, und gestanden. Also, das ist schon spannend, man darf doch nicht so anspruchsvoll sein. So in Magdeburg das war schon krass, was da so rumlief in Ostdeutschland, in Stadien, aber das ist halt so. Ne? Das wusste ich aber auch vorher schon. Ne? Ja. Ja, genau. Und bist du eigentlich über selbst spielen zum Schiedsrichter geworden oder warst du immer schon sozusagen Schiedsrichter und bist das von vornherein? Nein, ich habe einmal mit 17 Jahren habe ich Lehrgang gemacht. Da hat sich aber kein Mensch um mich gekümmert. Da habe ich nach einem Jahr bin ich dann da ausgelaufen, weil ich habe auch keinerlei Leistung gezeigt und ich hatte auch mich hat niemand kontaktiert. So, dann habe ich irgendwann wollte ich Trainerlizenz machen und da zur Trainerlizenz gehört auch Schiedsrichterausbildung. Ja. Und da bin ich über die Schiene Trainerlizenz, habe ich dann angefangen zu pfeifen, weil meine Knochen wurden auch ein bisschen schlechter. Also ich habe früher in Garlsdorf gespielt da irgendwann dann lief das ja auseinander in Garlsdorf, dann sind wir mit Salzhausen zusammengegangen. Und das war natürlich für mich auch ein Zeitpunkt, weil ich war so über 30 oder Anfang 30 und dann ging es mit mir auch so, die Knochen waren nicht mehr die besten und in der Schiedsrichterei kann es halt noch immer dabei sein. Bin dann auch noch in Sphären gelandet, die ich als Spieler nie erreicht hätte. Ich hab fast 10 Jahre auf Bezirksebene gepfiffen und das ist dann die nächste Stufe nach dem Kreisschiedsrichter, also Bezirksschiedsrichterei. Das heißt, man pfeift in Spiele, Bezirksliga und war dann auch noch in der Oberliga an der Linie mit bei einem guten Freund, also bei oder sogar mit mehreren Schiedsrichtern in der Oberliga mit. Und ja, das ist natürlich witzig, wenn du auf mal da beim Lüneburger SK oder beim Rotenburger SV da die Fahne schwenkst. Das ist schon was anderes, als in Rottorf oder Las Rönne auf dem Platz zu stehen. Ne? Ja. Klare Sache. Ja. Ja, genau. Und das hätte ich auch immer irgendwie gedacht, wenn ich jetzt so, also wenn du mal guckst, du bist irgendwie mit deiner Fußballkarriere und du merkst, ich habe auch zwei linke Füße auf dem Niveau. Also du kannst ja einfach, wenn du dir nochmal höher hinaus willst, ist Schiedsrichterei ja auch immer eine Option. Ne? Das finde ich auch immer eine spannende, also wir wollen ja auch so ein bisschen Werbung machen für die Schiedsrichterei. Genau, das ist ja durchaus eine Option, dass du dann sozusagen da auch nochmal höher kommen kannst, als du als Spieler werden könntest. Ja, definitiv. Bloß da ist heute fast schon so, wenn du richtig durchstarten willst, musst du früh anfangen. Wie zum Beispiel hier einer unserer Lehrwarte hier, Marvin Schorries vom Buchholzer FC, der ist mit Anfang 20 schon Landesliga-Schiri. Ne? Das hätte ich mir zum Beispiel in dem Alter nie zugetraut. Ich glaube, die hätten mich da zerstückelt, wenn ich da mit 22 Jahren dann Landesligaspiel versucht hätte zu pfeifen. Das wäre unmöglich gewesen. Aber heute ist es anders. Das sind meistens Schiedsrichter oder junge Leute, die haben auch Bock auf Schiedsrichterei. Die haben auch, die leben das aber auch. Ne? Oder hier unser zweiter Lehrwart hier aus Salzhausen,
Alexander Schulz, der auch, das sind Leute, die spielen keinen Fußball mehr, waren auch alle nicht so sonderlich talentiert, konnten aber zumindest gerade auslaufen, ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht als Schiri. Ja. Und die sind dann halt in der Schiedsrichterei gelandet. Und da kannst du natürlich dann, ist Bezirksliga, ist in die dann steigst du, kannst du in die Landesliga aufsteigen und dann wird es langsam, der Trichter wird nach oben hin immer dünner. Das heißt, dann kommt Oberliga, das gehört auch noch zum Niedersachsen und dann geht es in die Regionalliga. Da bist du dann unter DFB-Fuchtel. Ne? Also dann bist du DFB-Schiedsrichter, das sieht man ja auch, die haben dann hier so ein DFB-Wappen drauf und, okay. und die habt ihr gewiss schon mal gesehen alle. Ne? Und dann, das ist so, dass die Karriere und dann, wenn du ein DFB-Schiedsrichter bist, dann hast du natürlich alle Chancen offen, weil du musst aber auch relativ jung sein. Mit 40 wirst du da nichts mehr. Da haben die meistens schon ihre Urkunde an der Wand hängen. Ne? Ja, genau. Was schätzt du, wie viele Spiele hast du gepfiffen in deiner Karriere? Stand jetzt? Kann ich nicht sagen. Ich habe bis zum 1000. Spiel habe ich mitgezählt und habe das auch so notiert. Und dann habe ich auf, ich tippe mal 3000, ich weiß es nicht. Also das wäre wirklich... Also wir haben eben einmal noch mal kurz, wo wir hier gewartet haben, geschnackt. Ich hab ja so gedacht, eine Saison, also so mit 17, 18 Mannschaften in der Kreisliga, dann hast du ja so 34 Spiele. Und naja, aber die habe ich ja als Spieler nur. Ja, ja. Du hast als Schiri ja einfach noch die Jugendspiele am Samstag, ja. Du hast am Freitag die Altherren oder alte Herren ja, ja, ja. oder Senioren und du hast sonntags morgens vielleicht noch Altsenioren. Also du hast ja auch noch einen viel größeren Fächer an Spielen, die du pfeifen kannst. Deswegen ist die Zahl mit 3000 ja einfach auch Wahnsinn. Fußball wird immer gespielt und selbst im Winter, wenn du als Sagerspieler hinterm warmen Ofen sitzt. Halle habe ich wirklich nicht gespielt. Ja. Nee, das ist auch nicht für jeden geeignet. Wir haben einen riesen Jugendspielbetrieb, der ist hier im Landkreis Harburg super gut organisiert. Das gibt es sonst nirgends. Da wird ab D-Jugend Futsal gespielt. Da sind die, da stehen dann drei Schiedsrichter zur Verfügung bei jedem Turnier. Also das ist hier Wahnsinn. Das ist auch ein Riesenaufwand. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sieht man ja auch als Außenstehender nicht. Ja. Ich habe nämlich mal überlegt, wie viele Spiele ich denn so gemacht hätte. Ich habe 20 Jahre jetzt gespielt und also wenn es dann wieder losgeht, dann spiele ich noch alte Herren, aber ich habe dann nur die Herrenspiele sozusagen mitgezählt. Ja, da habe ich von 99 bis 2019 20 und dann pro Saison ja so 20, 30 Spiele mit denen ausfallen. Ja, ist auch eine ganz gute Zahl, aber an deine Zahl komme ich ja nur bei Weitem nicht ran. Ja gut, die körperliche Belastung ist ja unterschiedlich, wenn du zum Beispiel nach einem Oberligaspiel bist du auch an der Linie, bist du fertig mit Stock und Hut, weil du musst sehr konzentriert sein. Ja. Denn diese kurzen Trippelschritte da, gerade als Linienrichter, da bist du fertig. Andererseits hast du dann aber auch mal ein C- oder D-Jugendspiel, da läuft man sich keinen Wolf. Ne? Also das kann man schon ein bisschen in geordnete Bahnen lenken. Das ist so, ne? Ja. Wir haben hier eine Frage aus dem Chat. Gibt es auch weibliche Schiris in der Kreisliga? Also, unsere Schiri-Chefin hat zweite Liga gepfiffen. Weibliche Schiedsrichter. Ich glaube, im Moment haben wir keine. Da war mal so ein Boom. Also ich hatte das oft, also in meiner Spielerkarriere hatte ich es öfter mal. Okay. Also, gerade Anfang der 2000er waren das da viele. Ja, da war ein Boom. Ja. Stimmt. Der ist aber ziemlich abgeebbt. Und ich glaube, wir haben im Moment keine Kreisliga-Schiedsrichterin. Wir haben, glaube ich, eine Regionalliga-Schiedsrichterin und eine Linienrichterin in der zweiten Liga. Also die pfeifen, aber auf Kreisebene siehst du die kaum. Ja. Weil die fahren dann sonntags nach Meppen und sonst wohin und nicht nach Salzhausen oder Torstedt. Und ich kann nicht aus Spielersicht immer auch genauso sagen, das war wirklich nie ein Problem. Also nicht ansatzweise. Das war immer, geht um die Sache und das war immer richtig gut. Jo. Ich würde fast sagen, besser als viele altge. Ja, das mag sein. Das ist natürlich pauschalisiert, aber also die Schiedsrichterinnen, die ich hatte, das war immer sehr gut. Übrigens habe ich meine erste rote Karte von einer Schiedsrichterin bekommen. Okay. Ja, und völlig zu Recht. Das war. Das passiert manchmal. Passiert. Ja. War eine Notbremse. Also kein schlimmes Foul. Der war durch. Passiert. War schneller als ich, den muss ich halten. Und so ist das Leben. Ich war eine Woche Schiedsrichter, da bin ich rot vom Platz geflogen. War auch nicht unberechtigt. Ja. Genau. Aber Rieke, also ich hoffe, das reicht dir als Antwort. 3000 Spiele und
weil ich gerade rote Karten angesprochen habe. Was hast du ein Gefühl, wie viele rote Karten? Nein, habe ich nicht. Was ich festgestellt habe, ich nenne das mal so den Griefe-Effekt. Je länger du pfeifst, du bist berechenbarer für die Spieler und du hast auch, vielleicht wird man auch so altersmilde, weiß man auch nicht, man hat weniger rote Karten, also beleidigende roten, also dass einer zu dir Blinder sagt oder sonst irgendwas, habe ich kaum noch. Man lernt auch im Laufe der Jahre Situationen zu erkennen. Klar, eine Notbremse kannst du nicht verhindern. Ne? Wenn der Letzter ist, dann ist der Letzter, der geht ja meistens schon von alleine runter. Dann. Ja, natürlich, das weißt du aber auch als Spieler. Ja klar, der Spieler geht schon alleine. Genau, ja, das weißt du aber auch als Entscheidung. Ja. Wenn es 3-0 für den Gegner steht, dann brauche ich da auch nicht vom Platz fliegen. Aber wenn das ein Spiel ist, da steht 0-0 und der ist durch und das ist kurz vor Schluss, was soll ich denn machen? Ja. Dann brauchst du ja auch nicht die Grätsche auspacken oder sonst was. Ja. Den hältst du fest, das ist eine taktische Entscheidung und rettest du das Unentschieden. Das machst du halt manchmal. Also ja, das ist klar. Ja einfach so. Ja, klar. Ja. Das ist normal. Also rote Karten kann ich nicht sagen. Also ich hatte, glaube ich, am Anfang mehr rote Karten als jetzt. Definitiv. Also da bin ich mir ganz sicher, weil so im Laufe der Jahre wird man auch, so, vielleicht löst man die Konflikte auch anders. Du hast wahrscheinlich im Jugendzentrum am Anfang auch anders agiert als jetzt, kann mir vorstellen. Ja, weil es einfach auch viel Erfahrung sind. Ist so. Und Schiedsrichterei. Gehe ich davon aus, dass du. Ja, ist so. Ja, und Schiedsrichterei ist Erfahrungssache. Wenn du viel pfeifst, dann kannst du, wenn du selbst noch gespielt hast, ist auch noch von Vorteil, du kannst dich in die hineinversetzen. Zum Beispiel, kleines Beispiel, es fällt ein Gegentor. So, Bestand 0-0, war alles ganz friedlich. Auf mal die Mannschaft, die in Rückstand gerät, muss unbedingt gewinnen. Dann wandelt sich der Spielcharakter, da musst du wach sein. Oder zum Beispiel, es geht verbal zur Sache. Nicht alles hören als Schiedsrichter, aber viel sehen. So, da müssen die Antennen wach sein. Wenn du mit zu dritt bist, auch gibt es Zeichen, dass du den Linienrichter, dass man sich anguckt oder dass man sich so versteckte Zeichen macht, dass es losgeht. Zum Beispiel hier ein Freund von mir, der hat immer, wenn das Spiel hackt, manchmal kriegen die Linienrichter nicht mit, dass sich der Spielcharakter wendet. Ja. So, dann hast du zum Beispiel so eine Faust auf dem Oberschenkel, das sieht sonst keiner. Die denken höchstens, der kratzt sich da am Bein. Das ist ein Zeichen für die Linienrichter, auch dass sie wacher sein müssen. Ja. Dass jetzt irgendwas hinterm Rücken passiert. Wenn du alleine bist, ja, dann bist du halt, wenn ich alleine pfeife, Asshausen 2 gegen Winsen 3, da bin ich alleine, da kann ich auch nicht, da habe ich auch nur zwei Augen. Ja. Da kann ich vielleicht sehen, oder hinten hinterm Rücken kannst du mal knallen, dann drehst du dich auch mal um, wo die Spieler nicht mitrechnen. Ja. Aber sonst, wenn du mit gespannt bist, müssen drei Mann funktionieren. Das ist wirklich wichtig. Und da bist du auch nicht als Schiri der Wichtigste, sondern auch die Linienrichter, du musst ihnen sagen, haltet die Augen hinter meinem Rücken, was passiert da? Schlagen sich da welche? Spuckt einer zum Beispiel? Das siehst du nicht als Schiedsrichter. Ja. Ich habe mal eine gelb-rote Karte gekriegt, auch wegen Beleidigung. Estetal oder Elsdorf. Also ich habe nur der Gegner hat den grün an, das sind immer auch beide. Ja, ne? Die haben beide grün. Ja, ich glaube, es war Estetal. Der hat gelb gezeigt dem Gegenspieler. Da saß er nur auf der Bank. Dann hat er ihm nochmal gelb gezeigt, weil er es nicht aufgeschrieben hatte. Es wäre gelb-rot gewesen. Da stand es halt 0-0. Mhm. Und dann macht der Spieler nur auch das 1-0 gerade. Also, und dann fragst du ja bei der zweiten gelben Karte schon, Schiri, also was, ganz ehrlich, dem hast du vor 10 Minuten gelb gezeigt, was ist das? Also, das musst du doch nur da saß ja auf der Ersatzbank. Dann kommt er an, so, du mischst dich da nicht ein, gelbe Karte. Völlig zu Recht, hat er recht, völlig richtige Entscheidung. Und nach dem Spiel machen wir noch das 1-1 mit der letzten Aktion in der 94. Minute, ich komme rein, irgendwie, weiß nicht, 85. Oder machen wir 90. das 1-1, 5 Minuten gespielt, lauf an ihm vorbei und sag, siehst du, schaffen wir auch ohne dich. Das ist natürlich auch in der Gesamtentscheidung auch eine gelbe Karte und dann folgerichtig gelb-rot, total richtig. Aber manchmal kannst du auch auf dem Spielplay, also du hast die ganze Zeit viele Chancen gehabt, das ist ein Spiel, was lange 0-0 steht, hast du als Spieler dann auch die Emotion, dass du solche Sachen dir manchmal nicht verkneifen kannst. Oder ich konnte das zum Beispiel menschlich. Einfach schlecht. Ja. Völlig menschlich. Und dann ist ja aber auch, also das ist keine Frage, da wollte ich nämlich sowieso nochmal hinlenken. Und dann ist es nämlich eine völlig normale Entscheidung, dann kriegst du gelb-rot. Und dann pfeift das Spiel irgendwann ab und dann gehst du halt hin zum Schiedsrichter und sagst so, also, ne, alles gut, schönes Spiel, also haben wir anders gesehen und dann gibst du die Hand und dann ist ja die Sache erledigt. So kenne ich das eigentlich, dass man so miteinander umgeht. Ich war ganz erstaunt, als du mir das gesagt hast, dass in anderen Landesverbänden da diesen Sportgruß nach dem Spiel, dass das gar nicht mehr gibt. Ja, oder noch nie gegeben hat. Also nie gegeben. Also in Hamburg haben sie ihn abgeschafft, weil die sich nach Abpfiff dann auch noch anders die Hände gegeben haben. Ne? Ja. Also sich geprügelt haben. Und in Hamburg ist das abgeschafft. Und ich habe
einmal in Sachsen gepfiffen, da gab es das auch nicht mehr. Da gingen die alle nach Ende des Spiels auseinander. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich nämlich auch, weil Fußball ist natürlich immer ein emotionaler Sport. Es kann auch mal knallen und es kann auch mal irgendwie unterschiedliche Meinungen geben, aber letztlich am Ende des Tages macht man den Sport ja einfach, weil jeder den gerne mag, ob der Gegner den spielt oder wir oder der Schiedsrichter, sind wir alle ein Team und am Ende des Tages gibt man sich die Hand und jeder fährt friedlich und fröhlich nach Hause. So sollte es eigentlich sein. Das finde ich eigentlich immer, und es hat auch immer so ein Ritual, finde ich, also so kenne ich das aus meiner Spielerkarriere, hat es auch wirklich so was Ritualisierendes, selbst egal wie aufgeregt du bist, und ich hatte nur auch einfach auch nochmal, ich bin nur auch kein Kind von Traurigkeit gewesen, aber habe ja auch noch weitaus wildere Mitspieler schon mal gehabt. Aber das ist ja so eine Geschichte, da geht jeder hin und da gibt einem jeder die Hand und danach ist es ja auch wirklich vorbei. Ich habe eigentlich noch nie so eine Situation erlebt, dass es danach eskaliert ist. Dass du immer noch nicht einer Meinung bist, das kann durchaus sein, und dass man sich streitet und dann auch noch irgendwie beim Bier oder bei einer Cola zusammensitzt und die Situation nochmal neu diskutiert, auch völlig normal, und dass man sich darüber auch streitet, weil es ist halt so, aber das ist irgendwie zu körperlichen, also kann ich mich nicht dran erinnern. Also das kann ich mich hier im Landkreis auch nicht erinnern. Man liest ja immer diese Geschichten aus Harburg Stadt oder Rothenburgs Ort, wo sich dann auch wirklich nach Spielende noch geprügelt wurde. Und das ist aber auch eine ganz andere Klientel. Hier auf dem Dorf muss ich mal sagen, hier gibt es auch gewisse Nester, die mögen sich nicht, wenn die Heidenauer gegen die Wister da spielen. Oder ja gut, gegen Auetal spiele ich auch nicht gerne. Ja, oder die früher, wie wir Geisthofer hatten, unseren größten Höhepunkt, als wir mal in Salzhausen gewonnen haben. Ne? Ja. Weiß ich noch, da haben wir alles gegeben. So, aber die Leute kennen sich hier alle. Die treffen sich spätestens in zwei Wochen, sieht man irgendjemanden bei Aldi in Salzhausen auf dem Parkplatz oder so. Ja, und genau. Hier stimmt die soziale Kontrolle noch. Es gibt immer, und Hornochsen hat jeder als Mitspieler gehabt, die sich nicht benehmen konnten. Die hatte ich, die hattest du, und das ist normal. Aber es sind ja auch, ich behaupte mal, 95% der Spieler sind ja auch geerdet. Ich habe mir hier das mal aufgeschrieben, das hast du gestern im Telefongespräch gesagt. Na? Ja. Sozialarbeiter, Polizisten und Lehrer, das sind die Schlimmsten. Ja. Ich habe alles drei als Mitspieler gehabt und bin dann natürlich auch selbst Sozialarbeiter, das stimmt wahrscheinlich. Jo, die zweifeln häufig an den Entscheidungen. Die sind halt auch diskussionsfreudige Leute. Ja, genau, alle. Ist so. Und Polizisten haben auch immer recht am Ende des Tages. Polizisten haben immer recht. Ja. Das ist so. Aber fand ich eine interessante Einschätzung, so aus deiner Sicht. Ja, das sind so Erfahrungswerte, die sind ja auch nicht so allgemeingültig, aber so, auch nicht so völlig daneben. Nö, das glaube ich dir. Also, rote Karten. Ach genau, deswegen habe ich hingeblättert. Hast du Andi schon mal vom Platz gestellt, ist hier die Frage. Also mich? Nein, ich war ja als Geisthofer, habe ich auch wenig in Salzhausen gepfiffen. Weil ja, aber allzu später. Also ich kann dir die Antwort geben. Ja. Also hier ist einmal, also dann, wir kommen gleich, Herr BFC Joe. Ich kann es hier gar nicht lesen, weil es auch auf blau ist. Die These nicht so unterstützen. Aber ich kann dir sagen, das war dritte Herren, SG Saga gegen, ich glaube, Stelle. Im strömenden, also im Schnee und Eis, irgendwie in einem Sonntagvormittag Nachholspiel. Zweimal gehalten, auch gelb-rot. Kann also sein, so furchtbar viel gelbe und gelb-rote Karten, also rote Karten hatte ich nicht. So in 20 Jahren wahrscheinlich so um die 10, so eine pro Saison vielleicht mal. Mhm. Aber kann ich mich daran erinnern, genau. Also das war zweimal halten, zweimal gelb. Schnelle Schnee. Radert das bei mir. Ja. Wahrscheinlich auch noch in Garlsdorf. Das war in Garlsdorf auf dem alten Platz. Da bin ich wahrscheinlich eingefroren. Ja, und ich war froh, dass ich in die Dusche kann weil es so kalt ist. Genau. Also Garlsdorf habe ich immer so, es ist ja mein Heimatsportplatz, aber den habe ich immer so frierend in Erinnerung. Ne? Aber einmal hier gerne zurück, welche These so nicht, Lehrer und Polizisten sind sehr angenehm zu pfeifen. Jo. Schreibt Manni Schureis. Und hier, also ruft auch gerne mal an, wenn ihr euch beteiligen wollt am Gespräch. Die Nummer kann ich gerne mal reinschreiben. Herr Manni Schureis ist unser Lehrwart. Ah, okay. Der kontrolliert mich hier. Okay. Das habe ich auch schon fast befürchtet.
Peter, du, ja, weil du immer nur im Mittelkreis stehen bleibst, schreibt er. Ja, ist so. Ja. Der Mittelkreis kommt im Laufe der Jahre, kommt einem der immer näher. Ne? Aber man versucht immer noch da nicht zu stehen. Genau. Ja, also das war die Frage mit der roten Karte. Ich habe auch, die meisten waren bei mir, also wegen grobem Foulspiel, glaube ich, einfach nur einmal, das war unglücklich. Und sonst war es auch immer wirklich nur immer gelb-rot und oder wegen Beleidigung, dass man einfach die Klappe nicht halten kann, aber das kommt vor. Ja, und gerade... Ich habe einmal wirklich wegen grobem Foulspiel, aber das war, da tritt mir jemand, also das war ein Gestocher, das weiß ich auch, das war in Reudorf, in Roddau, wie heißt das, in... Oh, die heißen es Rottorf. In Rottorf war es, in Rottorf. Ja. Und der tritt mir so zwischen die Beine, dass mir schwarz vor Augen wird und den wegschubst, aber wirklich aus dem Reflex raus. Normal. Und das ist dann natürlich auch am Ende des Tages eine rote Karte. Ja, klar. Aber bewusst machst du das halt auch nicht. Ja. Rote Karten. Dann wollen wir uns mal so langsam dem Regelwerk. Weil wann, was ist Hand und wann ist Hand? Ist hier die Frage. Ja. So, hast du dich gut vorbereitet? Ja, so, wenn ich das so sehe, und unser Ball, der rollt ja schon länger nicht mehr auf unserer Ebene. Wir hatten einen schönen Sommer mit den ganzen Hamburger Mannschaften, die hier eintrudelten, weil sie in Hamburg nicht spielen durften. Und ja, jetzt muss ich sagen, bin ich fast so wie die meisten auch so ein Beobachter. Guck mir so an, was so im Profifußball gepfiffen wird. Und dann denke ich mir, oh ja, hoffentlich kannst du das mal umsetzen. Also das Handspiel ist, kannst du das da mal rein? Ja. Das ist dieses Leerbild. Also rot ist Hand, sagst du? Ja, ja, genau. Und die Schulter ist halt kein Hand, keine Hand. Also der Ober, also bis... Ja, so ab hier, ja. Ab Ärmel oder so. Ja, so in der Richtung. Und ja, ob das natürliche Körper halt oder natürliche Handbewegung ist, aber man sieht ja jeden Samstag, jeden Sonntag irgendwelche strittigen Entscheidungen, wo dann auch noch zum VAR geguckt wird. Und ja, es ist schwierig. Körperfläche verbreitern ist so ein Schlagwort. Früher, ich kenne noch viele alte Definitionen, die hießen Hand geht zum Ball. Das ist ja heute auch schon, was kennst du noch? Was fällt also mir so? Ich kenne dass ich früher immer viel, also die folgende Spielsituation. Ich als verteidigender Spieler stürze im Strafraum, möchte wieder aufstehen, stütze mich ab und der Stürmer schießt mir gegen die Hand. Ja. Dann verhindere ich natürlich das Tor, aber meine Hand geht auch nicht aktiv zum Ball, weil die ist am Boden, weil ich mich so aufstützen möchte. Ja. Das ist ja im Moment kein Handspiel, wenn jemand fällt und dann auf den Ball fällt. Ist es dann keine aktive Handbewegung? Genau, das war aber meine Hand. Ja, es war schon... Also und ich habe tatsächlich, auch komplett den Überblick verloren. Ich wundere mich auch manchmal. Wer nicht. Ja. Wer nicht. Also es kann auch, du guckst einen Samstag, siehst du es, ja, das ist ein Handspiel. Und auch die, wo ich ein arges Problem habe, ist mit der Entfernung, aus der geschossen wird. Du kannst ja gar nicht so schnell mehr den Arm wegkriegen. Und im Profifußball, die wissen schon, wo sie hinschießen. Die schießen auch bewusst auf den Arm. Also wenn du mal, ja auf jeden Fall. Das können die. Ja, aber und wenn du mal guckst, du hast ja eben gesagt, du als St. Pauli-Fan, wenn ich mal gucke, der HSV, eine der berühmtesten Handfehlentscheidungen, was alle sagen, die Relegation in Karlsruhe. Ja. Ja, ist aber für mich ein klares Hand. Kannst du fragen. Wenn ich so mich dem Gegenspieler den Ball entgegenbreite, dann verbreitere ich meine Körperfläche. Und wenn, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch die Regel so, Körperfläche verbreitert ist auf jeden Fall Hand. Ja. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, Rajkovic hat geschossen und ich weiß gar nicht, welcher Karlsruher Spieler das war. Ich weiß das auch nicht mehr, aber das war auch. Wenn du so hingehst und da geht dagegen, dann ist es Hand. Musst du mit rechnen, dass gepfiffen wird. Und das waren ja damals, da haben sie ja alle gesagt, ich meine, jetzt der HSV hat es ja selbst verbockt und dann ja auch schon seit Jahren sind sie auch da angekommen und richtig da, wo sie sind. Aber da war es ja so, ja, und alle wollen ja, dass der HSV oben bleibt, bla bla bla. Nö, das war eine ganz klare Handentscheidung. Also es war eine ganz klare, glasklare Entscheidung. So habe ich das zumindest gesehen und natürlich erst mit meiner schwarz-weiß-blauen Brille. Ja. Normal, ne? Aber es ist natürlich, das Handspiel ist eine Geschichte, ist eine never-ending Story und es soll zur nächsten Saison wieder geändert werden. Da bin ich auch mal wieder gespannt. Ich hoffe, dass das Handspiel aber im positiven Sinne verändert wird, halt anwenderfreundlich, weil dies hier ist nicht anwenderfreundlich. Nee, und ich habe mir immer überlegt, im Hockey ist es ja so,
Fuß ist Fuß. Ob den der Gegenspieler da bewusst gegenschießt, ob das als taktisches Mittel genutzt wird, irgendwie um eine, ich glaube beim Hockey ist es dann eine kurze Ecke, die du kriegst, ne, als ja, Strafe, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Habe ich schon mal gedacht, naja, Hand ist Hand. Ob du das bewusst, ob du das, wir kommen gleich zu den beiden Fragen. Ich wollte kurz einmal noch, also ob du es bewusst nutzt als angreifender Spieler und dem verteidigenden Spieler an die Hand schießt, um Elfmeter raus zu, aber dann sagst du, gibt es 20 Elfmeter im Spiel. Ja, da habe ich, oder auch hier was, was im Moment nicht nur Handspiel, auch was, was im Profifußball da an Strafstößen gepfiffen wird, finde ich teilweise sehr skurril. Wenn ich da irgendwie in der zweiten Kreisklasse ein Spiel pfeife, wo die dann auch teilweise unbeholfen sind und nicht bewusst treten, könnte es schon sein, dass man da mehr als zwei Strafstöße hat. Ne? Ja, aber ich meine, das ist wahrscheinlich auch nicht am Ende des Tages die richtige Entscheidung, dass du, also, ja. Ich hätte auch keine klare Regel, was du da irgendwie für die Handregel, hätte ich jetzt kein Patentrezept. Ich auch nicht, das wird es auch wahrscheinlich nicht geben. Nee, hätte ich bei verschiedenen anderen Sachen wahrscheinlich schon eine feste Meinung dazu, aber beim Hand wüsste ich es halt auch nicht. Genau, hier sind also drei Fragen, Oha. Vier Fragen. Oha. Einmal fragt unser Kollege aus Torstedt von unserem Lieblingspartner Jutz, in der Bundesliga gibt es gelbe Karten für den Trainer in der Ab welcher Spielklasse es die denn gibt? Das gibt es überall hier. Gibt es überall, ne? Ja, ja. Voraussetzung ist, dass die Leute auf dem Spielbericht stehen. Die dürfen natürlich auch nur auf der Ersatzbank sitzen. Also ist aber hier auf Kreisebene im Jugendbereich alles so ein bisschen schwammig. Ne? Da sitzen auch mal ein Papa oder eine Mama mit auf der Ersatzbank. Darf man nicht so päpstlicher als der Papst sein. Aber ich finde es schon ein Mittel. Da zeigt man auch nach außen hin. Früher ist man dann ja hingegangen. Das ist allein schon blöde, da stehst du dann alleine, zum Beispiel im Herrenbereich gehst du alleine dahin und dann hast du die ganze Ersatzbank vor dir. Heute holst du die Pappe raus und dann ist Ruhe im Karton, ne? Weil dann hören die schon auf zu pöbeln. Und das sieht ja auch, das ist ja eine gute Außenwirkung. Sonst bist du da hingegangen, vielleicht hast du ihn ja nur nach der Uhrzeit gefragt. So. Ja. Und jetzt ist es so, da gehst du hin, da gehst du auch gar nicht mehr zum Ermahnen hin, da gehst du einmal hin, wenn du einer rumnervt oder so, holst du die Pappe raus und dann ist Ruhe im Karton. Das hilft schon. Ja. Auch die Außenwirkung ist wichtig. Ja. Und hier ist die Frage, wenn du eine Regel abschaffen oder ändern könntest, welche wäre das? Keine Ahnung. Also wir nehmen als Schiedsrichter nehmen wir das Regelwerk hin. Wir schaffen ja nichts ab. Wir decken uns auch nichts aus. Keine Ahnung. Schwierig ist im Moment auch, wenn du alleine pfeifst. Das seht ihr auch alle, wenn ihr Profispiele guckt, die Abseitsregel. Das ist für einen alleine Pfeifenden ist das schwierig. Ja. Aber abschaffen, man kann keine Regeln abschaffen. Das sind ja über Jahre gewachsene Geschichten auch. Und abschaffen eher nicht, weil wir Schiedsrichter, wir nehmen das hin. Da gibt nächstes Jahr wieder ein neues Regelheft. So, und dann erzählt unser Lehrwart, was es für Änderungen gibt. Und dann nehmen wir das hin. Wir ändern ja keine Regeln. Ja. Das geht ja meistens von ganz weit oben. Heißt die FIFA hat da so eine Regelkommission. So, und die ändern die Regeln. Und dann wird das von oben nach unten durchgeboxt. Da ist nichts. Deswegen, damit beschäftigt sich ein Schiedsrichter auch nicht. Also, ich hätte was. Na? Was ich oft nicht verstehe. Also, ich habe... Warte mal, war das am... Also, VAR wird nachkontrolliert. VAR wird nachkontrolliert. VAR wird nachkontrolliert. Du hast in einer Halbzeit drei oder vier Entscheidungen, wo der Schiedsrichter, erstmal wartet der auf den Keller da in Köln und was die so sagen. Dann guckt er sich das selbst an. Dann weiß er es nicht genau. Dann sprechen die nochmal wieder zurück. Da vergehen manchmal 4-5 Minuten. Wenn du so eine Situation dreimal hast, dann müsstest du ja fast 15 Minuten nachspielen. Weil das wird ja nicht... Also ich glaube nicht, dass es ganz parallel läuft, dass die Zeit angehalten wird mit den Entscheidungen oder mit der Zeit, wo die da sitzen und das beratschlagen. Das kommt mir vom Gefühl viel, viel länger vor, dass da Netto-Spielzeit abgeht. Also ich glaube beim HSV war es jetzt irgendwie beim letzten Spiel zwei oder dreimal so die Situation, dass die gucken. Und dann werden 4 Minuten nachgespielt. Also wird ja immer überall 4 Minuten nachgespielt. Und da habe ich vom Gefühl her irgendwie gedacht, ja, aber die sind schon viel länger, die sind viel länger da am Reden und die Zeit läuft weiter. Manchmal wird sie angehalten, manchmal nicht. Da würde ich, also wenn man es macht, und da können wir auch nochmal gleich drüber reden, finde ich gut, oder kann ich zumindest ansatzweise verstehen, aber dann musst du irgendwie dann wie beim Basketball oder beim Football dir eine Netto-Spielzeit raussuchen und dann jedes Mal, wenn es das Spiel stoppt, anhalten und dann war wirklich konsequent.
Und ja, wenn die gucken und wenn die beratschlagen, dann muss das alles, ja genau, Netto-Spielzeit wie beim Futsal. Sehe ich nämlich auch so. Und dann tatsächlich auch mit dem VAR würde ich auch ändern. Ich lamentiere jetzt viel mit dem HSV rum, ne? Mhm. Aber wenn du guckst gegen Sandhausen, Darmstadt, ich weiß nicht mehr, das Tor von Moritz Heyer, wo es ganz klar kein Abseits war. Mhm. Und dann gucken die sich's an, wissen es aber auch nicht genau und dann pfeifen sie es aber trotzdem zurück. Ja. So, wenn du es nicht klar beweisen kannst, dann musst du die ursprüngliche Entscheidung eigentlich wiederherstellen können. So, dann musst du sagen, ich habe Tor gepfiffen, ich kann nicht das Gegenteil beweisen, keiner kann das Gegenteil beweisen, dann müsste das Tor eigentlich zählen. Ja, das war ja auch eigentlich so im Grundgedanken. Aber das wird ja im Moment ganz anders, genau. Ja, also ja. Früher war ja so im Zweifel für den Angreifer. Und das ist ja im Moment nicht mehr so. Also diese VAR-Geschichte ist aber auch aus meiner Sicht noch nicht ganz ausgereift. Oder die Spielregeln sollen ja auch nächste Saison nochmal wieder geändert werden. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hab weder positiv noch negativ Einstellung zum VAR. Ich denke, das muss sich auch im Laufe der Jahre im Profifußball, das wird ja nicht hier in Salzhausen und auch nicht bei Viktoria Harburg kommen in der Kreisliga. So, deshalb habe ich da auch noch keine, und Profifußball, das sieht man ja immer mehr, das ist ja weit weg vom Amateurfußball, den du oder wo ich da rumgepfiffen habe. Ne? Ja. Muss man ja bedenken. Ja. Das sind andere Welten. Ja, natürlich. Aber das wären so die drei oder die Sachen, die ich irgendwie, wo man denkt, das müsste man ändern. Und mit dem VAR würde ich irgendwie sagen, dann mach das doch so wie beim Football. Du lässt das laufen und der Gegner, also der Trainer, du hast pro Mannschaft oder pro Team hast du zwei Optionen oder zwei Challenges pro Halbzeit, die du kontrollieren willst. Also du wirfst deine Fahne oder gibst ein Zeichen oder was weiß ich. Alles läuft weiter. So wie bisher, der Schiedsrichter ist der, der es entscheidet. Und wenn der Trainer oder wenn irgendeiner das möchte, dass was kontrolliert wird, dann darfst du das zweimal eingreifen und dann wird es kontrolliert und sonst gar nicht. Ja, gibt es ja auch beim Volleyball, habe ich gesehen. Da war ja, genau, das ist, glaube ich, auch so. Endrunde auf Sport 1. Das ist ja immer interessant, andere Sportarten zu sehen, wie das da. Also ich muss sagen, hier dies mit angucken, das ging mir schon immer beim Eishockey auf den Senkel. Wenn da bei Freezers, spätestens wenn die das zweite Mal da reingehen und sich das angucken, es ist nervtötend. Das ist meine Empfindung. Ja. Na? Genau. Du einmal sollst du gleich Anekdoten noch erzählen. Die drei. Drei kriege ich gewiss nicht zu. Ja, dann eine. Aber erstmal hier, wer ist deiner Meinung nach der lauteste Trainer im Landkreis? Oh, gute Frage, das weiß ich nicht. Also da, als Schiedsrichter lässt man sich an den Trainerbänken möglichst nicht sehen. Ja. Weil da brüllen die dann alle auf dich ein. Das ist nicht gut. Vielleicht fällt mir noch jemand ein. Okay, und dann hier die drei. Oh, skurrile Geschichten. Eine kuriose. Ja, eine. Jeder eine. Ich hab nämlich auch eine. Das ist gut. Was habe ich denn für. Fang du erstmal an. Ich überlege mir noch eine. Ich habe nämlich eben das hier schon im Augenblick gehabt, im Augenwinkel. Aber mir fällt jetzt so aus. Mir fallen gewiss viele ein, aber gerade im Moment habe ich hier. Also. Mach du mal erstmal. Vielleicht komm ich ja noch. Auswärtsspiel Las Rönne. Ja. Tiefer Boden. Las Rönne war ja immer dann die einzige Mannschaft oder oftmals die erste Mannschaft. Also hat man da dann irgendwie um 15 Uhr gespielt sonntags. Mhm. Letztes Spiel der Hinrunde. Also es war irgendwie im Dezember und es war schon auf jeden Fall. Das ist übrigens, ich glaube, das ist die liebste Morty-Geschichte. Ich glaube, dass der Schiedsrichter war. Da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Morty kann man ein Buch drüber schreiben. Und es ist ja auch vergeben und vergessen. Die Situation ist ja auch schon vorbei. Letzte oder vorletzte Ecke steht 1-1 oder 2, also auf jeden Fall unentschieden. Mhm. Unser Libero springt hoch, möchte den Ball rausköpfen nach einer gegnerischen Ecke, kommt auf den Boden auf, knickt um und der pfeift Elfmeter für den Gegner. Weil, grobe Unsportlichkeit, sie haben einen Foul vorgetäuscht. Nee, ich bin umgeknickt. Ja, ist mir egal, sie haben einen Foul vorgetäuscht, Elfmeter für den Gegner, 3-2, gute Nacht. Morty war immer ein... Da fällt es dann auch schwer, als Spieler immer ruhig zu bleiben. Ja, da muss man wirklich ganz entspannt durch die Hose atmen. Ja. Das kann ich verstehen. So, jetzt habe ich hab gewiss noch ein paar Geschichten, aber jetzt gerade so aus dem Stand. Also, Kreisligaspiel in Tostedt. Ich bekam da eine Linienrichterin aus der Tostedter Ecke zugewiesen, junges Mädchen. Und ich merkte schon, die erzählte schon, ja, ich habe heute die ganze Nacht in der Bushaltestelle rumgesumpft. Ich dachte schon, oh Gott, das kann ja was werden. Da hatte ich einen guten Assistenten mit.
aus Garlsdorf, den ich auch gut kannte. Und dieses Mädchen, das kannte ich nicht. Da dachte ich, was machst du nun? Habe ich gesagt, du Mädchen, wenn ich pfeife und den Arm hebe, dann hebst du die Fahne. Hat bestens geklappt. Ich gepfiffen, zuerst gucken sie dich ja an, wenn du pfeifst. Ja. Dann hat die Fahne gehoben und wir gehen in Toschstedt vom Platz, kommt ein Rentner auf mich zu und sagt, Mensch, Schiri, son eingespieltes Gespann heute. Das, aber ich habe noch, mir fällt gewiss noch im Laufe des Tages noch eine ein, aber die fand der andere Linienrichter, der kriegte bald einen Lachkrampf. Ne? Ja. Muss ja wirklich ernst bleiben. Ja. Aber beim Fußball oder auch in der Schiedsrichterei, man kann auch nach 30 Jahren, fast 30 Jahren, fallen, gibt es immer noch Situationen, die du nicht hattest. Eine habe ich jetzt noch. Ein ganz Testspiel in Meckelfeld am Appenstädter Weg, das ist ja auch eine der größten Meniskuswiesen im Landkreis an der Schule da. Ja. Da macht der Torwart einen Abstoß, also vom Boden. Auf einmal schreit der, ich guck, der ist in einem Loch versunken. Der stand mit einem Bein so tief in einem Loch drin. Da muss irgendwie ein Maulwurf gewühlt haben. Ja. Ich wusste gar nicht, ich war völlig perplex auch und sowas, das. Und den haben wir denn da erstmal mit vereinten Kräften wieder rausgeholt aus diesem Loch da. Also das sind so Geschichten. Kannst du denn da weiterspielen? Nee, du musst das Loch erstmal zu. Was? Ja, natürlich. Das ist lebensgefährlich. Ja. Ja, das sind so Geschichten, die fallen dann so doch mal spontan ein. Aber es gibt eigentlich, man denkt immer, man hat schon alles erlebt, aber beim Fußball erlebst du immer noch irgendwas, was du noch nie hattest. Das ist teilweise ganz schräg. Ja. Eigentlich denkt man, das ist immer der gleiche Kram, ne? Aber es ist nicht so. Und jedes Spiel ist auch anders. Und auch jedes Spiel kann sich schnell wandeln, der Spielcharakter kann sich wandeln, irgendein Spruch von draußen, irgendjemand dreht durch. Also da musst du mit allem, du musst immer gewappnet sein, das ist wichtig. Ja. Weil du es gerade ansprichst, den Meckelfelder Platz, hattest du eben schon mal in Fahrendorf angesprochen. Hast du einen Lieblingsplatz im Landkreis? Ja, ich hatte schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe so drüber nachgedacht. Also den Fahrendorfer Platz finde ich toll. So vom da im Wald, von Ehren in der Plantage da stehen. Ja. Und ja, es gibt einige, ich mag so Waldsportplätze. Brakel finde ich auch total schön. Mittlerweile dieses Waldpanorama, das ist so. Und es gibt, ich mag ein Essetal, es ist zum Beispiel, also den Garlsdorfer Sportplatz finde ich ganz schrecklich, weil es zieht da wie Hechtsuppe, ne? Ja. Da kannst du die auch im Sommer erkälten. Den finde ich ganz schrecklich. Ich habe mein ganzes Leben da gespielt, aber ich finde das immer, da zieht das irgendwie immer, weißt du ja auch, ne? Sehe ich auch so, finde ich auch. Aber dafür, im Gegensatz dazu, finde ich den Salzhäuser nur einfach auch wirklich einen der allerschönsten. Ohne groß lokalpatriotischen Stand zu sein. Ich finde ihn tatsächlich richtig schön. Ich habe da ja auch wenig gepfiffen. Okay, also das ist so abgesenkt. Im Sommer ist es tatsächlich schwierig, weil dann sich die Hitze da unfassbar staut. Aber sonst ist der echt schön, finde ich. Und ich weiß gar nicht, ist es in Klecken, den glaube ich, finde ich auch ganz schön. Den kleinen, weil du da nicht so viel laufen musst. Ja, genau. Also. Ja. Schon gedacht. Und aber der hatte auch so eine kleine Steintribüne, glaube ich. Ne? Das sieht doch so, hat so ein fast bisschen Stadionatmosphäre. Ja, genau, Klecken. Den meinst du bei den oben, ne? Der hat da so. Ach so, den meine ich. Das finde ich immer irgendwie ganz schön. Das wirkt immer irgendwie da nicht so wie Dorfsportplatz, sondern wie fast Stadion. Es sind auch keine sind natürlich auch keine Zuschauer oder wenig oder genauso viele wie sonst auch immer. Aber den finde ich schön. Und hier schreibt einer Drenhausen. Nö. Holzweg Buchholz. Holzweg, ja, das Buchholz. Ist auch so ein Lokalpatriot. Da. Ja, aber das sind unsere beiden hier, die haben Langeweile. Die gehen keiner geregelten Tätigkeit nach. Hier unser Lehrwart und Holzweg Buchholz finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe aber auch noch einen. Also schlotterige Knie hatte ich mal, als ich das erste Mal im Wilschenbruch beim LSK gepfiffen war. Das finde ich auch total. Ja, den gibt es ja leider nicht mehr. Nein, den gibt es nicht mehr, aber den kennen die. Aber da war... Ich habe da hab da viele Spiele geguckt, auch gute Spiele. Die haben ja immer dritte Liga gespielt. Ja, und da habe ich auch eine ganze Zeit lang geguckt. Ja, ich auch. Support your local team. Ja, und da habe ich irgendwann eines Tages stand ich da und habe da gepiept. Das fand ich schon auch mit den mittelalterlichen Umkleiden da. Ne? Da das hat ja, habe ich immer irgendwie gedacht, das hat ja, ich glaube, es ist die älteste Holztribüne Deutschlands gewesen. Ja, es gibt mehrere, die sich das auf die Altona, genau. Und dann gibt es noch irgendwo einen Verein, die haben auch die älteste. Ich
in Schleswig-Holstein. Aber mit diesem Dachcharakter irgendwie, es hat immer so ein bisschen wie Fulham, hat mich das daran erinnert. Ja, da ja, hast ja. du ja irgendwie, ja, ja. also wie heißt denn das Stadion, weiß ich gar nicht. Also das ist ja auch dieses ganz Prägnante mit diesem kleinen... Mhm. Ja, ich weiß das. Ja. Und ich hatte aber eben auch noch einen schönen. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wie meinst du, Stadion? Stadion, ja, ja. Es gibt schöne alte Stadien. Also ich, katastrophal fand ich immer in Emsen früher, wo du irgendwie noch 7000 Kilometer zum Platz rennen musst und dich irgendwie im Kuhstall umziehst so ungefähr. Ich weiß ja, nicht, du bist schon kaputt. Ja, das war ja auch, das war ja hier bei auf dem Bauernhof da bei Willem van Gunst, hast du dich umgezogen und du warst ja schon kaputt, wenn du da hinten am also und das fand ich aber auch immer einen sehr zugigen Platz. Ja, ja, ja. Und daneben waren wenn der Ball weg war, mochte ihn keiner holen, weil da Rinder auf der Weide waren. Genau. Das war ja skurril. Nee, aber in Rottorf, den Sportplatz, den finde ich auch immer irgendwie schön, weiß ich gar nicht. Du hast ja das Vereinsheim da an der Seite und das ist immer irgendwie, das fand ich auch immer ganz nett. Ja, das ist auch so Football's Coming Home. So Rottorf, früher waren so die Highlights des Hackefußballs, waren so Galsdorf gegen Rottorf oder Rottorf gegen Las Rönne oder Verhöfen gegen Rottorf. Verhöfen fand ich auch tatsächlich keinen schönen Sportplatz, aber da haben wir mal eine Zeit lang mit der zweiten Herren gespielt. Und da hast du ja richtig viele Zuschauer gehabt. Da hast du ja manchmal, also für so ein Kreisligaspiel, 40, 50 Zuschauer. Ja, mit Höfen. Bratwurstbude und Hähnchenbraterei und Pommes. Und definitiv. Das war echt immer, da stand wirklich das halbe Dorf. Und das war richtig schön, ja. Ja, klar. Nee, das stimmt. Also für Höfen ist auch, meine Mutter kommt aus Verhöfen und ich pfeife da immer, das ist immer Football is coming home, ne? Ja. Wörme ist auch super. Ja, stimmt. Stimmt. Der alte Platz. Ja, genau. Den gibt es ja nicht mehr. Nee, genau. Aber hatte ich auch schon mal gespielt. Stimmt. Und Tötensen kenne ich gar nicht. Tötensen ist der von TS Westerhof. Kenne ich doch. Ja, auf der Mülldeponie. Der ist krumm und schief. Da kannst du links nicht sehen, wo die Linienrichter stimmt. stehen. Das ist so eine auch, aber auch eine üble Meniskuswiese. Aber ja, stimmt. Der ist einmalig. TS Westerhof, die gibt es auch schon nicht mehr. Nee, da habe ich mal eins meiner schönsten Tore geschossen. Das ist ein Halbseitfallzieher. Fast Fallrückzieher. Okay. Nach einer Ecke. Curtis Tute, Ecke. 2-1 gewonnen. VAR machen wir gleich nochmal. Jetzt bleiben wir nochmal in der Kreisliga, finde ich. Weil du ja gesagt hast, manche Sportplätze mag man auch mehr oder weniger. Okay, Fun Fact am Rande, Wärme ist mittlerweile eine Pfadfinderwiese. Stimmt, da stehen irgendwie komische... Gebäude drauf. Bin ich neulich mal vorbeigefahren. Aber finde ich, war aber auch ein Platz, der immer in einem schlechten Zustand war, muss man dazu sagen. Also und die Frage, die jetzt darauf aufbaut, ne? Weil du sagst, ja, beeinflusst deine Meinung dann zu einem bestimmten Verein möglicherweise deine Entscheidung? Also, dass du denkst, okay, der Sportplatz ist nicht schön und mit der Mannschaft hast du auch vielleicht mal mehr Ärger gehabt als mit der anderen Mannschaft. Also, es gibt ja immer irgendwie Vibes, gehe ich mal von aus, die hast du ja als Spieler auch, dass du mit manchen Mannschaften hast du, da weißt du, gegen die geht's und das wird nett und ist egal, ob du gewinnst oder verlierst, aber es ist halt, es ist irgendwie eine Welle, so eine teaminterne Welle, das wird gut passen und du hast auch Spiele, wo du weißt, das wird dir heute ein Gehacke und das wird unschön, weil du dich einfach auch vom Grund auf einfach nicht magst. Und das müsstest du ja als Schiedsrichter wahrscheinlich auch haben, dass du bestimmte, ja, ich gar nicht Sympathien, aber Gefühle hast. Dass du sagst, ja, auf dem Sportplatz. Und dass dich das in irgendeiner Weise in deiner Unparteilichkeit beeinflusst. Also, das kann man, glaube ich, im Laufe der Jahre kann man sowas abprallen lassen. Man versucht natürlich neutral zu sein, klar. Aber ich denke, es ist aber auch menschlich. Zum Beispiel gibt es... Schiri-Kabinen, also da würdest du nicht mal deinen Hund reinjagen, weil die so dreckig sind. Dann gibt es andere Vereine, da legt man sehr viel Wert auf Schiedsrichterbetreuung. Das gibt es von bis. Also ich habe schon Schiri-Kabinen gesehen, da hing das weiße Unterhemd vom Platzwart. Also dann ist irgendwann auch mal Schluss. Ne? Und gibt auch andere Vereine, zum Beispiel hier BFC, da kriegst du noch einen Kaffee, wenn du da hinkommst. Das liegt aber auch dran, wie du dich verhältst. Das ist immer, wie man im Wald reinruft. Aber einige Vereine haben so, ja, man muss ja nicht immer da gebauchpinselt werden, aber so etwas Anerkennung wär schon gut. Ne? Und wenn ich eine Schiri-Kabine sehe, die irgendwie, weißt du nicht, ist das der Abstellraum oder ist das hier, da steht ja noch die Kreidekarre, gibt's alles, ne? Also von bis. Ne? Oder aber das gibt's ja auch genauso bei Gästekabinen.
Ja, klar. Ja, ja. So. Klar. Na? Ich habe mich auch schon in Situationen umgezogen, da würdest du eigentlich auch keinen... Ja, klar. Ja. Völlig normal, ne? Aber sowas... Das hat sich aber auch gewandelt. Also es gibt schon, bei den meisten Vereinen, Chris, hast du schon eine ordentliche Umkleidekabine. Das hat sich schon gewandelt. Ja. Das war früher viel schlechter, als ich angefangen habe. Da hast du dich denn da irgendwo mit hingesetzt oder hast gar keinen, oder kommst du nach dem Spiel da oder liegen deine Klamotten da in irgendeiner Ecke, ja. Weil da irgendwie sich noch jemand umgezogen hat. Das ist unangenehm. Aber man versucht das aber bei der Spielleitung nicht unbedingt einfließen zu lassen. Aber das glaube ich auch menschlich, ob man das bewusst oder unbewusst macht, keine Ahnung, aber es ist menschlich. Ne? Ja. Und dann die Frage darauf, also auch nochmal darauf aufbauend, wenn du dann irgendwie deine Neigung zu Vereinen und irgendwie hast du nochmal so besonders schöne Geschichten. Also das, wir haben jetzt ja ein bisschen negativ immer irgendwie gesagt, was da und da blöd war und was da und da nicht so gut geklappt hat. Hast du irgendwie eine Geschichte, was also an schönen Erlebnissen, was dir passiert ist? Ach, insgesamt muss ich hier sagen, im Landkreis ist hier ein gutes Miteinander. Wir haben ja auch kaum Spielabbrüche. Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Schöne Sachen ist, wenn zum Beispiel jemand dich fragt, Peter, kommst du zu meinem Abschiedsspiel, pfeifst du da? Also dann fühle ich mich wirklich super gebauchpinselt. Ja. Oder wenn hier, was war das hier? Ach ja, die Ü40 von Winsen hatten sich da Borussia Mönchengladbach. Ja. Und dann stehst du da mit Hans-Jörg Kriens, der ist ja leider zwischenzeitlich verstorben. Mhm. Der stand da noch und solche Leute, das ist natürlich, und es sitzt da auf der Bank die Gladbacher Tormaschine der 60er, 70er Jahre, Herbert Laum, also das finde ich schon cool. Ne? Oder ja. Hier St. Paul, ich kriegte irgendwann mal, ich bin ja St. Paulisch und da war irgendwie... spielte die Altliga im Stadion gegen eine Fanauswahl. Und da schreibt mich jemand an, den ich überhaupt nicht kannte. Ich sage, wie kommst du denn nun auf mich? Ja, ich habe mal in Klecken bei der Dritten gespielt. Und dann stand ich da am Millerntor mit Dennis Barisch, Stefan Studer und den Helden meiner Jugend hier, Dirk Zander und André Gohlke. Ja. Und piepte da so ein völlig bedeutungsloses Spiel. Aber das sind so Momente, da denkst du, hey, das ist schön. Ja. Dafür kannst du auch mal sonntags morgens um 10 Uhr im Regen dich da voll quatschen lassen oder so. Ne? Das sind so Sachen, das sind so die Freuden der Schiedsrichterei. Ne? Ja. Genau, und ich finde immer schön, wenn du dann am Ende des Spiels, ja, wir müssen die Fragen mal gleich so ein bisschen nochmal hier auf den neuesten Stand bringen. Ich finde immer schön, wenn du einfach, Spiel ist vorbei und egal wie es ausgegangen ist, sitzt du halt mit der anderen Mannschaft und du musst ja nicht zusammensitzen, aber du sitzt da irgendwie, du sitzt irgendwie nett zusammen und man trinkt gemeinsam seine Kiste Bier aus als Mannschaft und ja, also, ja. Und sitzt dann da nicht irgendwie, dass es eine Geschichte ist, die verfeindet ist oder dass du, sondern du sitzt mit beiden Mannschaften und Schiedsrichter und lässt das Spiel ausklingen und dann geht man irgendwie nach Hause. Das fand ich mal nett. Und wenn es gut läuft, ist da irgendwie noch eine Bratwurstbude und einer gibt einen aus und ja, so. Also. Das gehört auch dazu. Also gerade hier in diesen Ligen, in denen ich hier so unterwegs bin, auch selbst auf Bezirksebene, da hast du denn noch, gut, da musst du denn natürlich wieder sehen, dass wenn du in Cuxhaven piepst oder in Dannenberg, da bist du noch nach Hause. Ne? Da ja. Pfeifst du dein Spiel, futterst deine Bratwurst, wenn du noch eine kriegst, weiß man auch immer nicht. Und dann fährst du nach Hause. Aber hier so auf Kreisebene ist es auch, deswegen fahre ich auch die letzten Jahre fast nur noch alleine los, weil macht mir mehr Spaß. Ja. Wenn du es eilig hast, machst du dich vom Acker. So, und wenn du nur Lust hast, du triffst da ja auch, Fußball ist ja auch, das ist ja wie eine Familie. Da triffst du immer irgendjemanden, den du kennst oder wo du mal lange nicht geschnackt hast. Oder, das ist natürlich hier auf Kreisebene, hier im Landkreis, super gut. Ja. Arbeiten wir einmal nochmal den Chat durch hier, die Fragen, die hier gestellt wurden. Das sind hier aber unsere Lehrwarte, die Fragen können Sie mich auch so... Ja, aber wann war das letzte Mal, dass du einem Auswechselspieler gelb gegeben hast? Das weiß der Schorris ganz genau. Das war in Buchholz, da hat ein Schiri-Kollege, hat da Theater gemacht auf der Bank und deswegen habe ich mir den geschnappt. Oh, richtig. Das weiß er aber, das muss er hier nicht fragen. Und pfeifst du gern in der Heideliga? Da musst du mich einmal auf den Stand bringen, weiß ich gar nicht, was die Heideliga ist. Heideliga ist Freizeitliga okay. In Eckel, das ist den Sportplatz kennst. Wenn du von
Nenndorf nach Kleckenfers. Das ist Eckel, das ist so ein kleiner Ort an der Autobahn. Ja. Und da ist so ein Rumpelsportplatz. Und da, ja, das ist witzig, das ist Comedy, ne? Da triffst du auch Fußballer, das ist irgendwie Neunerfeld ohne Abseits. Also wie Hohe Heide oder so? Ja, so, ja. Genau, mhm. Ja, so in der Richtung. Nur, dass da irgendwie so ein Ligabetrieb ist. Ja. Ja, macht Spaß, ne? Ja. Okay. Und Kilian fragt, sagt, dass es interessant ist bisher. Das freut uns natürlich. Jo, wir haben uns ja Mühe gegeben. Ne? Ja. Hast du mal in einem Frauenspiel einen Feldverweis gegeben? Daran merke ich übrigens immer, dass es dann wahrscheinlich Schiedsrichterkollegen sind. Ja, von dir. Das war einer hier außer. Die Geschichte ist auch gut. Da muss ich den Yannick auch mal loben, dass er die Frage gestellt hat. Ja. Ich hatte eine der. Wie man sich es eigentlich vorstellt beim Frauenfußball, aber ich hatte so einen Fall noch nie. Zweikampf. Spielerin läuft hinter ihrer Gegenspielerin hinterher. Das war Eintracht Elbmarsch gegen Buchholzer FC. Und versucht sie an der Hose festzuhalten. Die andere war schneller. Ja. Zweiter Versuch, Trikot, misslingt. Und dann waren bei mir alle Alarmglocken an. Das hat sie natürlich gemacht. Die Haare. Ah. Zieht der an den Haaren, also wirklich, das wie in so einem schlechten US-Video, wo man denkt, das ist gestellt. Beim Football ist es tatsächlich erlaubt. Okay, aber hier also da alles, was aus dem Helm rauskommt, okay. Darfst du, glaube ich, also Kilian, ich glaube, Kilian ist auch ein bisschen Football-affin. Ich glaube ja, ne? Oder vielleicht könnte das einer nochmal im Gegenzug gegenchecken. Ich glaube ja. Also, okay. Also beim Fußball natürlich nicht. Nein. So. Jedenfalls, und die fiel dann auch runter und ich denn das. Das war ein Spiel, das war ein Null-Karten-Spiel. Ja. Und dann bin ich da hingelatscht, schnell hin, weil das war direkt vor einer Trainerbank, vor der Trainerbank der Gefaulten. Normal hast du eine Rudelbildung, einer fliegt noch runter. Beim Frauenfußball war es anders. Die Spielerin stand auf, richtete erstmal ihre Haare, also wirklich Klassiker. Und die Mitspieler, von der die gezogen hat, meinten, oh, bist du doof. Und ich bin dann dahin auf dem Weg, holst du denn schon die rote Karte raus, damit jeder weiß, was Sache ist, um auch ein bisschen die Rudelbildung zu minimieren im besten Fall. Und ich glaube, ich habe noch im Laufen habe ich noch auf meine Hand geguckt, weil ich mir total blöd vorkam mit der roten Karte, weil es war eigentlich ein Spiel, da war nichts los, aber das war so eine Szene und danach war auch alles, es gab keine Rudelbildung, es gab kein Theater und aber wirklich, ich glaube, irgendjemand meinte noch, Mann, hast du doof aus der Wäsche geguckt. Habe ich wahrscheinlich auch, weil das kam aus dem Nichts. Ne? Aber es ist halt eine rote Karte. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also hast du ja rot gezeigt. Ja, klar, aber es war nicht, dass irgendwie, manchmal siehst du es ja kommen. Das Spiel wird hitziger, so die Fouls werden immer giftiger so und dann fliegt auch mal einer runter. Ja. Aber hier, dies kam aus dem Nichts. Ne? Ja. Und beim Frauenfußball hast du halt relativ wenig Karten. Also da hast du, wenn du da drei hast, dann ist es wirklich viel. Also dann war es schon ein hitziges Spiel. Ne? Ja. Und das war wirklich, das war auch die einzige Karte im ganzen Spiel. Das war, aber war schräg, ne? Ja. Das finde ich immer übrigens, wenn du sagst, Ja, guck, das war ein Insider, der hat zugeguckt. Ja. Wo ich mich mal frage, wenn du sagst, ja, es sind nur drei gelbe Karten. Also ich hatte einen Schiedsrichter in meiner Spielerkarriere, der mir jedes Mal, egal, also ich hatte in jedem Spiel, wahrscheinlich ist es auch eine Antipathie gewesen, kann ich mir vorstellen, bei der ersten Aktion, die ich gemacht habe, die in irgendeiner Weise regelfern war, oder habe ich gelb gekriegt. Manchmal nach 10 Sekunden, dass du dich nur vor einen Freistoß stellst, das musst du ja nicht als gelbe Karte pfeifen, das könntest du als Spielverzögerung werten und das wäre, wenn es 0-0 steht und das ist irgendwie ein Freistoß, den du nachher nochmal verhinderst, könnte das eine Spielverzögerung werden, aber nach 3 Sekunden, manchmal ist es albern und wenn du dann schon nach 3 Sekunden gelb kriegst, hast du ja schon einfach viel Pulver verschossen, sozusagen. Ja. Also da kommst du ja irgendwie gar nicht mehr so hinterher. Ja gut, man muss eins sehen, wenn du hier auf Kreisebene spielst, da hast du tendenziell in 20 Spielen hast du 5-mal die gleichen Schiedsrichter. Ja, klar. Ne? So, und wahrscheinlich hast du dem auch zu viel erzählt. So, bestimmt. Dass er dachte, also, da hat er gedacht, hier so, je früher ich dem gelb gebe, deswegen. So viel hätte die Schnauze. Ruhe genau, im Karton, kann sein. Ne? Vom Platz geflogen bin ich auch nie, das muss man auch mal sagen. Ja, guck. Also ist dein Salzhäuser Kollege gewesen. Wem das ist? Ja, egal. Namen. Ach so, später. Ja, der bei euch öfter kommt. Okay, ja, gut, okay. Aber das war alles gut. Da ist ja auch keine Geschichten, die nach sind oder so, aber genau. Manchmal wundert man sich dann. Jo. Ja, man kann sich auch mal über Schiedsrichter wundern. Das finde ich schlimm.
Genau, hier schreibt auch, dass du auch jemandem einen immer die gelbe Karton gleich am Anfang gibst. Ich weiß nicht, wer das ist. BFC die, Joe. Die Buchholzer haben bestimmt viel Langeweile, glaube ich. Da hätte man das Internet heute mal abstellen sollen. Genau. Und hier behauptet, genau. Na? Ja, dass du keine Elfmeter und keine roten Karten gibst. Weder noch. Das ist, wenn man das jetzt so sieht, wird man in Zukunft, glaube ich, einmal öfter mal einen Elfmeter pfeifen müssen. wenn ich das so sehe, was da im Profibereich gepfiffen wird, da ist man manchmal verwundert. Oder geht dir das nicht so? Was da so an Strafstößen gepfiffen wird, finde ich manchmal sehr abenteuerlich. Finde ich auch abenteuerlich. Und aber auf der anderen Seite auch tatsächlich abenteuerlich, was manchmal nicht. Ich will gar nicht auf dem HSV weiter rumreiten, aber gegen Darmstadt war das, glaube ich, wo der Terodde den. Das wird jeder pfeifen im Kreisliga. Also jeder, eigentlich ist es. Hast du hier dies mit dem Ellbogen? Ja, ja. Der geht mit dem Ellbogen in den Rücken und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn du den Ball gerade abschirmst und jemand drückt dich in deine. Also das mit, reicht ja. Das reicht ja, dass du umkippst. Ja, klar. Was soll der denn machen? Und das ist doch ein glasklarer Elfmeter. Ja, klar. Und das hat ja auch, das war ja auch die Geschichte, die vom Videoassistenten dann gecheckt wurde und dann gesagt wurde, also der hat schon Elfmeter gepfiffen, der Schiri, und dann haben sie gesagt, nee, das reicht nicht aus. Und das war, glaube ich, auch der Dursun, der ja auch irgendwie 1,95 und 90 Kilo ist, der ja auch echt eine Kante ist, wenn der mit dem Ellbogen hindrückt, dann stürzt du halt einfach. Ja, das, man muss aber auch andererseits aber auch sehen, die Fallsucht ist aber auch groß, ne? Ja. Im Profibereich, und man hat immer so beim Strafschusspfeifen, habe ich immer so im Hinterkopf, oder der will ich verarschen. Deswegen, das ist, ich habe hier keine Zeitlupe. Ich rechne, irgendwann mit steht irgendeiner auf dem Platz und hat das gefilmt. Ja. Und muss man mit rechnen. Ne? Ja. Aber ich denke, die im Profibereich, also die fallen ja manchmal wie von einer Schrotflinte getroffen. Ja. Wobei auch da muss ich manchmal, Arjen Robben wurde das ja immer viel nachgesagt und viel unterstellt. Und er ist natürlich auch nur mit seiner Bayern-Vergangenheit nicht der sympathischste Spieler, den du so kennen könntest. Ich mit meinem orangen Herz natürlich schon. Also ich bin ja Holland-Fan und kann das dann schon. Aber der hat halt ein unfassbares Ballgefühl und eine unfassbar enge Ballführung und eine unfassbare Geschwindigkeit. Ich kenne auch ein, zwei Spieler, mit denen ich mal zusammengespielt habe. Der eine schaltet sich übrigens fast gerade ein. Das ist nämlich Edu Heinrich, der hier gerade dazu macht. Oha. Der wäre auch einer der schnellen Spieler, die man so kennen würde. Und der Edu? Ja, nicht ganz so schnell. Ich wollte nur ein bisschen, ja. Aber nee, wenn du einen schnellen Spieler hast, dann weißt du ja, dass der in Strafraum, dass der eine kleine Bewegung reicht, dass man einfach dazu stürzt. Ja, klar, dann. Wenn du schnell bist, ist immer ein Vorteil. So, und du brauchst ihm ja bloß einen kleinen Schubs geben. Genau, und das reicht ja. Und das ist bei Arjen Robben oft so gewesen, wo ja, ich denke, da sagen viele, das ist eine Schwalbe gewesen, aber es glaube ich. Ja, wenn tendenziell, du brauchst ihm ja nur einen kleinen mit dem Ellbogen genau. geben und dann macht er einen Flug, ne? Ja. So, der härteste Spieler in der Nordheide. Ja, ich weiß, was die Buchholzer jetzt hören wollen. Mikos Rahn, der spielt beim Buchholzer FC und der hat vorher in Maschen gespielt. Da ist er mal mit dem Pfosten zusammengerasselt und der stand sofort wieder auf. Deswegen hat er bei mir den Ruf des härtesten Spielers. Okay. Es gibt aber auch noch einige andere. Früher wurde ja auch noch härter gespielt und auch mehr in die Knochen getreten. Ja. Hier in unserer Region, wer war der härteste Spieler? Peter Holz, ne? Ich kennst du den noch, ne? Ich kenne den Sohn. Ja, und beide. Und, ja, die gehören noch zum Rustikal. Ich weiß, ich war in meiner aktiven Zeit einmal an Peter Holz vorbei. Das war aber ein Fehler. Da wurde man umgerumst. Oder haben den auch so oder wirklich umgetreten. Und da gab es dann auch keine gelben Karten. Die Schiedsrichter meiner Generation waren auch Otto Schmidt und die haben dich dann nicht gleich runtergeschmissen. Ja. Das muss ich dir nicht erzählen. Ne? Aber Holz, die wäre jetzt auch jemand, den ich so. Mit Holz, die habe ich auch. Das war schön. Wir haben eine schöne. Also, war. Immer nett, aber wir waren nur beide auch kein. Wir waren mal ein Sturmduo. Also da hat Holzi auch nach vorne gespielt und ich auch. Da hätte ich auch ungern gegen uns gespielt, glaube ich. Ja, und Peter Holz war wirklich, das war so ein Kerl wie eine Eiche und den haben die, glaube ich, auch Eiche genannt. Und das tat halt weh, wenn du an dem vorbei warst. Das wusstest du aber auch, ne? Ja. Da wusstest du warst an dem vorbei, aber das war es noch nicht. Du hast noch gepflegt einen in die Knochen gekriegt. Und ich war so damals 18 oder 19. Da wusstest du ganz genau, oder früher, wenn man in der Elbmarsch gespielt hat, hier der Vorgängerverein Drage Schwinde, da wusste ich ganz genau, wenn ich da um 3:15 hochging vom Sportplatz, da hatte ich dicke Knochen. Du kennst auch bestimmte Ecken. Da, am Elbdeich wird auch rustikal. Oberbullenhausen hast zum Beispiel. Wenn du da ohne blaue Flecken vom Platz gehst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist so. Und auch gar nicht böse gemeint, das ist einfach so.
ich kann ja immer gut damit umgehen. Wie gesagt, ich habe ja nur auch durchaus mal hingelangt. Aber ich kann auch gut damit umgehen, wenn es dann einfach, dann kann, musst du auch einstecken können. Und jo, wenn du dann aber, so. Wie gesagt, das Geben und Nehmen, das muss ich so in einiger, also es muss, Schwierigkeiten finde ich, wenn einer einfach unfair und eklig ist und dir vorsätzlich körperverletzend ist. Das ist ja, es gibt ja noch Unterschiede zwischen zu lang und irgendwie relativ hart spielen ja, oder einfach vorsätzlich jemanden verletzen, dass du jemanden bewusst auf die Knöchel trittst oder solche Geschichten. Ja, wird aber ja heute gemacht. Das gibt ja, es immer mal wieder. Hatte ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. So. Ja, aber wenn ich das so im Profibereich sehe, ja, mir diese Sachen, ja, da wird ja ganz bewusst auf den Fuß hier vorne raufgeladen treten und da kannst du ja alles brechen mit einem gepflegten Tritt. Ne? Genau. Das können die auch. Das hat sich auch in den letzten, finde ich, in der letzten Zeit sehr gewandelt. Also es wird sehr auf die Füße getreten. Ja. Hast du das mal so beobachtet? Also ja, das ist ganz aber bewusst. Wenn auch, ne? Du dir aber anguckst, PSG, ich habe nur die Zusammenfassung geguckt von dem Spiel gegen Man City. Ja. Das ist ja alles vorsätzlich gewesen. Ja, klar. Die drehen durch. Dann. Die drehen durch. Die haben das Spiel verloren und dann verlieren die Kontrolle und da denke ich immer irgendwie, Ja, das kommt man merken. Da hat er ja auch, hatten wir auch schon drüber gesprochen, da zum Schluss als diese Megagrätsche, springt die rote Karte von alleine aus der Tasche. Aber der wollte das nicht noch weiter eskalieren lassen, deswegen hat er dem Gelb gegeben. Ja. Das ist ein Musterbeispiel für eine rote Karte, aus meiner Sicht. Und aber die war natürlich auch super nervig, das war Frusttreten. Ne? Da wurde ja richtig, da waren ja 3-4 Szenen, selbst in der Zusammenfassung, die waren schon ziemlich rustikal. Ja. Ne? Und eigentlich wäre das alles, muss man auch so, denke ich manchmal, vielleicht wäre es auch mal gar nicht schlecht. Dann, ich glaube, mit 7 Leuten darfst du noch spielen. Nach der 4. roten Karte ist dann Schluss. Ne? Ja, genau. Manchmal müssen wir das auch mal machen, einfach um ein. Da hast du aber auch keine Freunde. Also ein Freund von mir, der hat mal bei einem Landesligaspiel irgendwie 4, 5 Feldverweise gehabt. Und ja, da stand dann aber RTL Nord vor der Haustür. Okay. Das kann man vermeiden. Ja. Das ist für einen Fußball ja auch nicht so. Ja, aber manchmal einfach um Zeichen zu setzen, naja, weiß ich auch nicht. Also gerade auf dem Niveau und PSG, das war ja nur auch im Hinspiel schon so und das war ja auch gegen, wo die sich auch daneben benommen haben, wo die dann gewonnen hatten. Ich glaube, das war letzte Saison, wo sie gegen Dortmund dann den Torjubel auch nochmal nachgeäfft haben. Kann sein. Also ist ja schon auch eine Kernassi-Truppe. Also ich mag die sowieso nicht und mag die einfach aufgrund spricht natürlich einfach viel gegen eine Fußballromantiker-Sicht. Ja, dieses ganze Konstrukt, ob das, ich weiß gar nicht, ist es Katar oder Dubai oder weiß Ahnung. Ich gar nicht. Ist mir auch scheißegal. Das finde ich ist keine. Ja, aber es ist natürlich auch das Heldenteam vieler Menschen, ne? Ja, klar. Also in Harburg-Stadt laufen aber viele mit. Mit ist den natürlich Klamotten rum, ist ne? Natürlich auch ein Mode-Accessoire geworden und natürlich ist Neymar ein geiler Katar. Hm? Natürlich ist Neymar ein geiler Fußballer, aber auch ein Kernassi. So, ja, wenn ich 3% von dem Ballgefühl hätte, dann wäre ich glücklich gewesen. Natürlich macht er Sachen mit dem Ball, die unglaublich sind, aber ist trotzdem ein unsympathischer Typ. Ja. So. Aber es ist der Held vieler. Also ich denke auch bei deinen. Ja, klar. Bei deinen also, Klienten, na klar ist der. Weil er auch gut ist und ja auch polarisiert. Und ja, klar. Auch so. Ja. Genau, wir haben. Edu sagt, dass er sowas mit den Fouls ganz gut kennt. Wir sind hier tatsächlich von unseren Fragen sind wir fast komplett abgekommen, aber es ist gut, wenn viele Leute sich einmischen, umso besser. Ein Freund von dir oder der Mann aus Tostedt, weiß ich jetzt gar nicht, was er meint. Könntest du nochmal schreiben. Ansonsten hätte ich hier noch, weil wir jetzt nochmal wieder ins professionelle Fußballmilieu abgeglitten sind, was sind denn so berühmte Spieler, die du schon mal gepfiffen hast? Du hast ja eben ein paar angesprochen am Millern-Tor, aber gibt es da noch da musst du auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, da kann ich noch einen erzählen. Also vor vielen Trainern beim HSV war Herr Zinnbauer mal Trainer. Ferrari Joe. Ja, der war mal kurz Trainer. Und da kriegte ich eines Samstags, rief mich Marinus Beste an, der war damals noch Teammanager. Und dann sagt er, du Peter, wir spielen Montag gegen Igelsdorf Langenrede. Da habe ich gedacht, ja, Marinus Beste und wir, kann ja vieles sein. Habt ihr nochmal nachgefragt? Das hätte ja U21 sein können. Ja, Zinnbauer war wohl auch ein Trainer, der nicht gerne trainierte und der auch viel Testspiele gemacht hat. Und ja, da sind wir da auf den Montag hingefahren mit Kai Oder und einem Lüneburger Schiri-Freund.
montags 14 Uhr ist ja auch nicht so die Kernzeit, um Spiel zu pfeifen. Und dann haben wir HSV, damals noch Bundesligist, gepfiffen. Da war dann die Helden der damaligen Zeit, da war der HSV auch noch der große HSV. Naja, Joe Zinnbauer, das war glaube ich 2013, 14. Ja, jedenfalls. Und ja, da standen wir, die haben da auf diesem Trainingsplatz vom Stadion da gespielt, sind wir hingefahren, Marinus Besser machte dann da das Fenster auf. Ja, und dann standen da Van der Vaart und hier Lasogga und Holtby machen da Rundlauf zum Aufwärmen. Haben wir schon mit den Rundlauf Tischtennis gespielt. Ja. Und dann kam die aufgeregte Gästemannschaft, Egesdorf Langreda, ist hier Basinghausen, also in Hannover. Die kam da an. Und haben wir, also die spielen ja auch jetzt, glaube ich. Die waren damals noch Oberligist. Sind jetzt, glaube ich, Regionalligist, ne? Ja, sind auch wieder abgestiegen, kommen wieder hoch. Ja, das ist doch hier dieses Vorzeige, das ist doch diese NFV-Mannschaft. Ja, genau. Ne, die alle bei der Enke-Stiftung arbeiten oder so. Ja. Irgend so was auch nicht so ganz Seriöses. Jedenfalls, und da haben wir dann ein Testspiel gepfiffen. Hier mein Freund Kai Oda, ehemaliger Oberliga-Schiri, der hat den gepfiffen. Ich habe mich dann an die Winkel gestellt, weil er hatte ein bisschen Knieprobleme und in der Mitte muss ja nicht so hart laufen als an der Linie. Ja, ne? Ja, und dann standen wir da mit den Großen da auf dem Platz. So ein Testspiel geht 7-1, 6-2 oder 8-0 aus. Es ging irgendwie 7-2 aus und war auf Kunstrasen. Das war damals auch noch relativ unbekannt, ne? Weil so viel Kunstrasen gab es hier damals noch nicht. Es wird ja immer mehr, ne? Also es haben immer mehr Vereine Kunstrasenplätze und es ist ja auch ein ganz anderer Sport, ne? Also Kunstrasen, der Ball hüpft anders. Finde ich auch. Und es war aber nett, fand ich. Schießt immer mit den Großen und das höchstrangigste Spiel, was haben wir auch drüber gesprochen, in Salzhausen machte Holstein Kiel Trainingslager und die spielten dann erst gegen Saga, ging irgendwie 17-1 oder 18-2 aus oder so. Ja, relativ. Ne? Da war ja noch hier, wie hieß dieser, die hatten einen Litauer, Guschkinas, eine Granate an Spieler. Und dann, André Trulsen hat er noch gespielt bei Holstein Kiel. Stimmt. Und Gott. Ja, da waren noch einige irgendwie. Ja. Ja. Und drei Tage später haben sie dann gegen Kickers Offenbach gespielt. Also das war so das höchstrangigste Spiel. Zwei Drittligisten, da war die dritte Liga noch geteilt, dritte Liga Nord und Süd. Und das war natürlich ein Highlight, ne? Da kam dann Highlight war auch noch wollten wir anfangen, irgendwie um 6 oder so. Und dann kam der Manager von Offenbach an und sagt, ja, der Fanbus steht noch im Stau. Da sind da wirklich noch irgendwie 17 Leute aus Offenbach für so ein Lümmelspiel da nach Salzhausen gefahren. Das kann man sich nicht vorstellen. War toll, ne? Hat Spaß gemacht. Also das Spiel habe ich auch tatsächlich gesehen, weiß ich noch. Und ja, ich habe immer Glück, wenn so ein Spiel ist, es regnet wie nichts Gutes. Ich glaube, in der Halbzeit lief mir schon das Wasser aus den Schuhen. Da habe ich mit Kesi, kennst du ja auch, eine Bratwurst gegessen und dann kommt Pele Wollitz und drängelt sich vor. Der war nämlich da zu dem Zeitpunkt. Ich weiß. Also Kesi ist ja Köln-Fan und der war Köln-Trainer und ich glaube, Köln hat ja gegen einen von beiden im Pokal gespielt. Das war ja zum Saisonauftakt und der hat die da beobachtet und den hat auch keiner erkannt irgendwie. Nee, ich weiß nur, die Linienrichter waren ganz aufgeregt, dass auf einmal der große Pele Wollitz in der Kabine stand. Ne? Ja, okay. Und sagt, ja, der wollte die Mannschaftsaufstellung haben. Ja, genau. Völlig normal, ne? Aber die waren da... Das sind ja, der muss ja auch, denn die sind ja auch alle gut vernetzt. Ja, klar. Ja, auch im Vor-Facebook-WhatsApp-Zeitalter wissen diese Leute, wenn da noch irgendjemand irgendwo trainiert, ne, oder spielt. Klar. Ja, war schon witzig, das ist witzig. Aber sowas ist einfacher manchmal zu pfeifen als ein Kreisklassenspiel, weil es war wirklich, es war einfach zu pfeifen. Goldene Regel, laufen lassen. Ja. Das lernt man dann auch mit der Zeit da, ne? Also, ja. Und ich habe früher auch, als der VfL Maschen in der Oberliga war, habe ich viele Testspiele gegen Hamburger Oberligisten gepfiffen. Und das lernst du dann, ne? Laufen lassen, laufen. Die wollen keinen Pfiff haben. Ja. Die wollen immer weiterlaufen. Ja. Und davon, mal unabhängig davon, berühmtester Spieler, was war der beste Spieler, den du je gepfiffen hast? Jetzt wird's spannend. Also aus deiner Sicht ja erstmal? Ja, sowieso? Gute Frage. Ich meine, wenn das der HSV... Es gibt gewiss überragende... es gibt auch so im Amateurfußball gute Fußballer, zum Beispiel Maschen hatte, jetzt komme ich gleich, ich habe ihn gleich, Maschen hatte mal einen genialen Spieler, der war bei St. Pauli aus der A-Jugend rausgeflogen und den hatte Dirk Zander sich geschnappt. Ja. Der hat mal in Auetal beim Hallenturnier, hat er einen Penalty mit der Hacke verwandelt.
Das werde ich nie im Leben vergessen. Der ist auf den Tor, Penalty, kennt ihr, ja, auf den Torwart loslaufen und dann und der hat ihn mit der Hacke verwandelt. Ich glaube, ich hätte mir die Achillessehne gerissen. Du wahrscheinlich auch. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Zwei linke Füße, genau. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hier, Juval aus Harburg, der wird mir gleich mal helfen. Der kennt ihn nämlich. Also einer der genialsten Fußballer, aber auch, oder Walter Laubinger habe ich mal gepfiffen. Warte mal, Walter Laubinger war beim HSV zu haben. Genau. Ein genialer Fußballer. Der hätte uns beide hier in der Bushaltestelle ausgespielt. Ja. Oder in der Telefonzelle, gibt ja heute keine mehr. Aber egal, so, das sind, das, die konnten, da merkt man gleich, der Ball liebt die. Der Ball, der hängt an, der, wenn wir den Ball suchen, dann halten die den noch 30 Mal hoch. Ne? Ja. Ja, ja. Deswegen, aber so, es gibt schon also tolle, bester Spieler, geile Buffer. Also, wenn das der HSV mit Lasso, also der Zinnbauer, also müsste ja wirklich 13, 14 gewesen sein, der war ja Van der Vaart auch noch da. Ja, der war auch. Als Vize-Weltmeister immerhin. Ja, ja, also auch, das sind ja tolle, durchaus. Ja, das, oder hier, auch die alten Helden meiner Jugend hier, so Dirk Zander, der bei St. Pauli war, das sind schon tolle Buffer, ne? Also ja. Wahnsinn. Aber auch, die haben natürlich mehrere hundert Bundesligaspiele auf dem Buckel, das merkt man dann auch schon. Ne? Ja, klar. Und aber so die, wie hieß er? Ich komme jetzt nicht auf diesen Spiel. Der hat auch nie den Durchbruch so irgendwie geschafft. Aber der hat aber ein genialer Buffer, der konnte mit dem Ball umgehen, unfassbar. Wenn das jemand hier mitliest und drauf kommt. Ja, hier mein Freund Juval, aber ich glaube, der muss auch noch seine Kinder betreuen. Der kann nicht. Aber vielleicht kann man noch mal gegen, also ein. Ja, alles gut. Vielleicht Google fällt suchen. Der mir auch noch ein. Nee, der ist auch nie, das war nicht so, der ist nie so groß bekannt geworden. Aber weil der halt, der hat in Futsal gespielt und war da auch so ein bisschen. Für Profifußball ist es natürlich auch wichtig, dass man eine gewisse Grundhärte hat und auch wenig verletzt ist. Ja. Ich weiß gar nicht, wer der beste Mitspieler war oder Gegenspieler. Also ich habe mal bei den alten Herren jemanden gegen, ich glaube von Estetal. Ja, da sind auch gute alte Buchholz 08 Spieler sind da. Und einmal der hat beim LS, also das ist, also einmal der hat irgendwie beim irgendwie auch, also zumindest im Hamburger Oberliga-Bereich gespielt. Ja, das sind schon mein direkter Gegenspieler, der 5 Tore gegen mich gemacht hat. Völkers und natürlich war das. Kann sein. Ja. Und aber auch hier vom, also der ist mittlerweile also Lehrer an der Oberschule bei uns hier in Salzhausen. Herr Fitschen, der hat beim LSK auch gespielt. Ach so, ja, ich komme auch nicht auf. Christian. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Ich weiß, und hat dann nachher bei Sodersdorf. Ja, genau. Edu, den müsstest du, glaube ich, kennen. Herr Fitschen, wie heißt der mit Vornamen? Christoph Fitschen. Kann sein, ja. Ja, es gibt schon gute. Gegen den habe ich nicht gespielt. Ja, siehst du. Es sind ja auch nicht alles, es wird ja auch nicht jeder Profi, der ein guter Buffer ist. Nein. Du musst Glück haben, dass du zur rechten Zeit am rechten Ort bist und wenig Verletzungen. Deswegen, es gibt auch hier auf Kreisebene, gibt es total gute Buffer. Ja. Und bester Mitspieler wahrscheinlich Christian Zandecki, würde ich sagen. Ja, ich zwar nicht. Den fand ich schiri-technisch immer sehr anstrengend. da muss ich dann sagen, das ist mir so ein Heiko Spehn näher. Ne? Ja. der nervt dich nicht so. So sehen Schiedsrichter aber auch Leute. Ne? Also aber, Christian Zandecki ist so, schiri-technisch kriegst du denn schon so leichte... Ja, aber einfach finde ich einfach der von allen Frage. Sachen. Ballmitnahme, Ballfeeling, Geschwindigkeit. Habe ich auch nicht oft mit zusammen gespielt, eigentlich nur im Training. Okay. Ich habe ganz selten erste Herren gespielt. Mhm. Wenn, saß ich ja mal auf der Bank, aber ich habe ja immer auch von meinen Arbeitszeiten her selten bis gar nicht trainiert und oft nur einfach am Sonntag gespielt. Und das war klar, dass es immer nur in der zweiten Herren endet und landet. Genau. Ja. So, was bester Spieler, ja. Wir haben eine halbe Stunde noch. Die Zeit geht tatsächlich ganz schön. Wir sind schnell. Jetzt noch ein bisschen abgeglitten. Ja, aber ein bisschen genau. Zoff reinkriegen. Ja. Ist es schwer, also wir hatten es eben schon mal angerissen, ob es schwer ist, unparteiisch zu bleiben. Auch wenn du irgendwie, also wir hatten das ja mit den Sportplätzen und dass du da versuchst irgendwie von, also dass du teamintern irgendwie eine Mannschaft nicht magst, aber auch wenn du, also du hast ja auch du hast ein Gespür für Spielsituationen und du weißt manchmal ganz genau, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe und die ist halt eigentlich richtig so, wie ich sie treffen muss, dann kippst du ein ganzes Spiel oder dann bestrafst du eine Mannschaft, die das eigentlich nicht verdient hätte zu verlieren oder solche Situationen. Na da,
Das denke ich eher nicht. Also das interessiert ein wenig. Man muss natürlich ein Gespür für ein Spiel haben. Man denkt auch die ganze Zeit, was passiert jetzt als nächstes? Zum Beispiel hier, was Sie am Anfang genannt haben mit, es fällt ein Tor, die Mannschaft muss gewinnen, merkst du, die sind unter Druck. Ja. So, dann versuchen die mit aller Gewalt und Brechstange den Ausgleich zu erzielen. Und dann weiß man, wenn man selbst gespielt hat auch, wie so ein Spieler dann tickt. Es kann zum Beispiel durch ein heftiges Foul, das du vielleicht nicht richtig beurteilt hast, hast nicht richtig gestanden, hast nicht richtig was unkonzentriert. So, da kann sich der Spielcharakter wenden. So, aber dass man versucht auch, es gibt auch Schiedsrichtertaktik, dass man denkt hier, wie da bei dem Paris-Spiel, wo der da keine rote Karte gibt. Das kann nur, also da, ich habe mir das angeguckt, ja, da springt die rote Karte von alleine aus der Tasche. Ne? Aber hat er halt nicht hat er halt nicht gemacht aus taktischen Gründen. Und nein, aber man versucht aber schon, klar ist es menschlich, dass die einen, wenn zum Beispiel Mannschaften sind, die einen die ganze Zeit vollsappeln, dann ist es völlig normal, denke ich auch, dass man sich das nicht gefallen lässt. Ne? Aber durch Kommunikation, das hast du ja auch am Anfang genannt, kann man halt auch viel, dass man halt sich den größten Schreihals, die muss ja noch nicht mal so, das kannst du ja im Vorbeigehen mal was sagen. Hier ist es mal langsam Ruhe oder so. Das muss ja nicht, du musst ja immer nicht die große Rede. Das kann man ja auch ganz informell machen. Das siehst du ja heute auch, die Bundesliga-Schiedsrichter. Ittrich war ein mittelmäßiger Zweitligaschiedsrichter, viele Jahre. Dann wurde er hochgezogen. Der hat sich im Bereich Kommunikation total verbessert. Das ist ja hier auch so. Du musst mit deinen Leuten, die zu dir kommen, kommunizieren. So, und das ändert sich auch mit Erfahrungswerten im Laufe der Jahre. Und man versucht natürlich neutral zu fallen. Oh, jetzt ruft jemand an. Oha. Moin. Doch nicht? Doch nicht. Traut sich hier keiner anzurufen. Also, ich habe die Nummer nämlich nochmal in den Chat geschrieben. Gerne, okay. Gerne anrufen, wenn jemand sich auch nochmal per Telefon beteiligen möchte. Also der Chat glüht ja hier. Und die Leute schreiben unfassbar viele Sachen rein, aber wenn jemand telefonieren möchte, nochmal Grußworte loswerden möchte, gerne. Wir kommen nämlich langsam so auf die Zielgerade hier an und genau, wenn jemand noch was hat, gerne loswerden möchte, alte Rechnungen begleichen möchte, Anekdoten erzählen möchte, dann gerne. Aber ich habe dich unterbrochen eben, jetzt muss ich nochmal an. Moin! Na, Andi? Christopher Schrader hieß er. Christopher Schrader. Der hat ja neu geheiratet. Ja, genau. Der hat neu geheiratet. Moin Edu erstmal. Ja, grüßt euch. Ja, genau. Ja, der liebe Peter, der hat mir meistens immer eine gelbe Karte gleich am Anfang des Spiels gegeben. Du hast ja auch keinen Falschen getroffen, ne? Nee, seine Aussage war immer dazu, dann spiele ich auch ruhiger und vernünftiger. Ist so. Naja, ruhig spielen. Ich meine, wir haben auch schon einige Spiele zusammen bestritten. Edu, ruhig hast du auch nie gespielt. Guck. Ah, und ich, wo ich noch jung und nicht erfahren war. Und das kommt von mir. Also ich, wenn das von mir kommt, ich darf sowas sagen. Ich habe auch selten. Ruhiges Blut haben wir beide nicht so richtig gehabt auf dem Platz, ne? Nein, das stimmt. Deswegen wurde ja auch irgendwann mal die Zeit, die Karriere jetzt zu beenden. Ja, ich habe es gelesen. Du wirst Co-Trainer, ne? Bei Hanstedt. Genau. Ja. Ja, die Corona-Zeit hat jetzt natürlich, sag ich mal, andere Wege bei mir geöffnet, wo es fußballerisch jetzt natürlich dann irgendwann dann auch mal zu Neige gehen darf, nach über 22 Jahren. Aber das hat, wie kommst du denn auf 22 Jahre? Du bist Wieso? Ja, du bist Mitte 30. Ich werde 33 und ich habe mit 10 damals unter Kesi als Trainer angefangen und du warst mein Co-Trainer. Ja, stimmt. Ja. Also komm nicht auf 22 Jahre. Okay, ja, du hast die Jugendjahre mitgezählt. Naja, natürlich. Ja. Trotzdem als aktiver Spieler. Ja, klar. Ja, deswegen, wie gesagt, durch die Corona-Zeit jetzt natürlich gibt es ja andere Sachen, die wichtiger sind, die in den Vordergrund kommen. Ich meine, das kennst du ja auch selber, wie das bei dir ja beruflicher ist, dass man dann halt natürlich irgendwann, sag ich mal, dann doch ja, andere Wege gehen muss. Klar. Ne, und die ganzen kleinen Gebrechen, die natürlich dann über die ganzen Jahre durch Fußball zukommen, die verfolgen ja dann einen ja doch dann über die ganzen Jahre hinweg. Genau. Ne? Aber dann ist mit 33 kannst du ja bei den alten Herren nochmal angreifen. Dann spielen wir nochmal gegeneinander, Edu, bei Hanstedt gegen... Das habe ich definitiv vor. Ja, siehst du?
Und ich hoffe, dass Peter alles uns dennoch pfeift. Wie du den wirst, mich wirst du noch nicht so schnell los. Das hoffe ich doch. Peter, das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich sehr. Ich hoffe erstmal, dass der Ball wieder rollt. Genau, das hoffen wir ja alle. Alles andere kommt von alleine. Aber ich denke mal, September, hoffe ich, geht's wieder los. Na, hier, klopfen wir. Ja, das wäre super. Ja. Genau. Na, bleib gesund, Sportsfreund. Ja, Edu. Ja, du mich auch. Ne? Genau, reingehauen. Jo, bis dann, ciao. Ciao. Hier ist die Frage, welches Jahr war der beste Spieler von Maschen? Ja, das meine ich, komme auf den nicht. Das ist lange her. Hä? Kilian, welches Jahr war der beste Spieler von Maschen 0809? Ja, das weiß ich doch nicht mehr. Das ist so lange her, 08, das 13 Jahre. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ach so, okay. Ja, das meint er auf den... Ja. Den 0809? Ich komme nicht auf den Namen. Das ist jedenfalls, der hat beim Auetaler Turnier Penalty mit der Hacke verwandelt. Das war genial. Moin. Moin. Christian Rohre aus Buchholz hier. Moin, Peter. Hast du auch Langeweile? Lehrer und Polizisten, weißt du doch, Mensch. Ja. Nee, ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du dem Chat mal die Frage beantworten. Wenn du eine Sache einem jungen Schiri empfehlen könntest oder jemand, der gerade Schiedsrichter werden möchte, was so würdest du dem empfehlen, Peter? Ja, ich bin ja nicht mehr jung. Das stimmt. Was kann man dem empfehlen? Gar nichts. Pfeifen, pfeifen, pfeifen. Das ist wichtig. Das ist Übungssache. Je mehr du pfeifst, desto sicherer wirst du. Dann hast du fast alle Situationen gehabt. Du kannst nie alle Situationen haben. Das ist so, aber es ist Learning by Doing. Fertig. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Je mehr du pfeifst, mehr Situationen, mehr Spielertypen, Nervis, die Friedlichen, die du auf deine Seite ziehst, das lernst du denn so im Laufe der Jahre. Das ist im Jugendzentrum so, das ist überall im Leben irgendwie so. Das ist meine Meinung. Also Peter ist ja noch immer, ja, finde ich auch. Also, und das ist ja immer, wenn man mal auch aus Spielersicht dann so sagen kann, also ich habe ja nur auch einfach viele Spiele unter Peter sozusagen gespielt. Du sagst denn ja auch manchmal, also genau wie das, was du eben angesprochen hast, habe ja auch schon mal als relativ alter Spieler, so mit Mitte, Ende 30, in einer relativ jungen Mannschaft gespielt, wo dann viele aus der A-Jugend gekommen sind und du dann immer irgendwie einer mit weitem Abstand der Älteste bist, dann holst du dir mich oder ich weiß gar nicht, wer es noch war, Jamie zum Beispiel, beiseite und sagst, du beruhig die Jungs mal. Ist so. Und dann weißt du ja das auch als erfahrener Spieler, ja, so, Jungs, kommt mal runter. Ja, es ist so. Du musst den informellen... Er schmeißt dich sonst vom Platz und das ist das, was wir alle nicht wollen. Also ich finde, Kommunikation ist immer so ein Stichwort. Ist immer wichtiger geworden, auch im Profifußball. Das siehst du, das ist immer... Die sind ja heute ganz anders. Die sind ja nicht mehr von oben herab. Ich sehe manchmal, wenn einer verletzt ist, ob man das selbst machen würde oder nicht, das ist ja eine andere Geschichte. Dass sie zum Beispiel da heute einen Griff, der nimmt mal einen in den Arm. Ja. Das ist total genial. Ob man das immer machen sollte, darüber kann man geteilter Meinung sein. Nicht nur wegen Corona, aber so die Außenwirkung. Aber heute, die Spitzenschiedsrichter hat sich völlig gewandelt. Das kann man sich hier, könntest du dir vorstellen, dass früher so ein Eschweiler oder Heinemann, der hat doch keinen in den Arm genommen. Nee. Wobei, also ich würde mich über eine Umarmung von dir freuen, Peter, auf dem Platz. Jetzt wird es aber komisch hier. Siehst du, das holt ihr denn nach, wenn der Ball wieder rollt? Wo ich habe eben nicht mitbekommen, aus Buchholz spielst du, ne? Aus Buchholz, ja, spielen nicht mehr. Trainer. Nee, aber okay. Spielen kann ich nicht so gut. Da verletze ich mich nur bei. Ja, dann weißt du, was du zu tun hast, Peter. Ich gebe mir Mühe. Vielen Dank für deinen Anruf. Gut. Christian, bleib gesund. Ciao. Ich bleib drin. Ihr auch. Ciao. Tschüss, Peter. Ja, aber das finde ich tatsächlich. Hier sind einmal noch Grüße vom Kapitän der ersten Herren aus Torstedt. Der dich auch gerne hat als... Ja, Torstedt bin ich immer recht wenig, muss ich sagen. Da kenne ich eher den Trainer. Und Torstedt ist immer weite Reise, auch für den Landkreis. Ja, war ja oft immer eine andere Staffel. Also ich habe auch selten in Torstedt gespielt. Ja, ich hab da lange nicht mehr gepfiffen. Wir haben auch rund um Buchholz viele Schiedsrichter, die für die ist das dichter von Galsdorf. Es ist immer eine schöne Fahrt, ne? Von Galsdorf durch die Heide. Durch die Heide, ja, Torstedt ist immer ein Traum, ne? Ja, das ist unser Weg zu unseren Dienstbesprechungen. Und da ist immer... Ich fahre immer gerne. Ja, das ist schön. Ja. Oder so, wo ich auch gern pfeife, ist hier in Welle da den Sportplatz. Den mag ich auch gern. Das ist so, ja, jeder hat seine Ecken. In Welle, müssen wir mal gucken. Keine Ahnung, wer da auch so ein Statistikfuchs wäre. Also vom Gefühl her habe ich in Welle noch nie gewonnen. Okay.
Deswegen hast du ja auch immer schlechte Erfahrungen oder blöde Erfahrungen. Ja, völlig normal. Ja, aber ich fände es so, Welle ist zum Beispiel auch ein kleiner Verein, hält sich da auch immer Kreisliga, Kreisklasse. So, und ich finde, die sind da sehr aktiv. Ja, auf jeden Fall. Ja? Das meine ich gar nicht. Aber das ist ja, der Sportplatz ist objektiv betrachtet natürlich auch ein schöner Sportplatz. Ja, und diese Sandkuhle da unter, ne? Da ist ja noch so ein zweiter Platz unten. Genau, ich weiß. Da, also der wird für, also mit den alten Herren spielen wir da unten. Ja, ja, genau. Wo du nichts siehst. Ja. Aber so vom Gefühl her habe ich da noch nie was geholt. Und so schlecht die waren und so gut wir waren, am Ende haben wir immer verloren. Glaube. Also vom Gefühl ist es zumindest so. Kann sein. Ja. Genau, also gerne noch anrufen. Wir haben noch eine Viertelstunde und noch zwei, drei Fragen auf der Uhr. Und eigentlich hätten wir hier auch noch ein Spiel vorbereitet. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr zu. Du hast eben Manuel Gräfe angesprochen und noch zwei, drei andere. Einmal, hast du einen, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich habe auch kein Vorbild als Spieler sozusagen, aber hast du ein Vorbild, jemanden, der dich inspiriert hat, zum Schiedsrichter zu werden? Oder, und hast du einen Lieblingsschiedsrichter, einen, dessen Art du gut findest oder wo du dich gut dran orientieren würdest oder sagen würdest, so würde ich gerne sein als Schiedsrichter sozusagen? Ich denke, jeder muss seinen eigenen Stil finden. Zum Beispiel, ich bin kein Marvin Schorris und ich bin kein der und der. Jeder hat einen anderen Stil, auch einen anderen Umgangston. Ich habe da auch im Laufe der Jahre, lernt man halt immer dazu. Und mir hat aber einer, den kennst du gewiss auch noch, der ist leider auch vor 2 Jahren verstorben, der hat mir mal einen Spruch verpasst oder das Leitmotiv, das hat mich immer weit gebracht. Du kennst wahrscheinlich auch noch aus den Tiefen der Kreisklasse den Siggi Schneider, auch Hochball-Siggi genannt. Ja, klar. So ein kleiner, der Fränkisch sprach. Ja. Und der hat mal zu mir gesagt, pay da immer Mensch bleiben. Und das fand ich gut, weil du hast es im Endeffekt, wie im Jugendzentrum, hast du es auf dem Platz immer mit Menschen zu tun. Ja. Die sind dir nicht alle, du magst sie nicht alle, kannst du auch gar nicht, aber du musst halt versuchen, mit allen auf einen Nenner zu kommen. Ja. Und das hat mir sehr geholfen. Siggi war wirklich er hatte ja auch den Spitznamen Hochball, weil wenn er nicht weiter wusste, hat er dann Schiriball gemacht. Er hat viele Hochbälle gemacht. Ich habe da mal zugeguckt, das waren sehr viele. Aber sowas, sonst Vorbilder, ja, ich habe ich war auf Schiedsrichterlehrgängen, da war hier Baba Grafati, da waren andere. Gut, die haben sich da gut verkauft. Oder es war hier auch mal der Schweizer Spitzenmann, war hier mal. Urs Meier war mal bei uns im Landkreis, hat die Apotheke hat das gesponsert, war tolle Typen. Und ja, jeder muss aber, es bringt nichts, irgendjemanden zu kopieren. Peter ist Peter, Andreas ist Andreas und hier Marvin Schorris ist Marvin Schorris, das sind Jungen. Du kannst auch als Anfang 20-Jähriger kannst du nicht mit den Spielern so reden wie ein über 50-Jähriger. Das ist alles so, man muss die Spieler auch ernst nehmen, das ist wichtig. Und das sind so alle so Komponenten. Moin. Moin. Marvin Schuris hier. Ich wollte einmal nur ganz kurz ein Kompliment aussprechen an Peter, wo wir gerade beim Thema Authentizität waren. Und kann nur sagen, dass ich selten so einen authentischen Schiri-Kollegen wie Peter erlebt habe. Und so einen authentischen Schiri. Das wollte ich nur einmal anbringen, wo wir gerade bei dem Thema sind. Also da muss ich ein ganz großes Lob aussprechen. Und wir können froh sein, so einen Schiri wie Peter im Landkreis zu haben. Das stimmt. Alter, jetzt geht's hier aber ab, ne? Ja, ich habe hab zu viel Zeit, Peter. Ja, merke ich schon. Also es sind die Polizisten sind nicht ausgelastet, stelle ich fest. Die Corona-Verstöße, die Corona-Verstöße häufen sich und ich sitze hier die ganze Zeit nur und sortiere Gesetze. Ja, von vorne nach hinten oder was? Ja, richtig. Und dann wieder zurück. Und was machen die anderen BFC? Ja, die haben auch nur Langeweile oder was? Ja, offensichtlich ja. Alles Sozialarbeiter und Lehrer. Ja, und gehen keiner geregelten Tätigkeit nach. Und im Unterschied zu den anderen kriege ich sogar Geld dafür, wenn ich das hier mache. Ja. Ja, Glück muss man haben. Augen auf bei der Berufswahl, ne? Sehe ich auch so. Das ist unser Lehrwart. Okay. Ja, aber also, hast ja recht, sehe ich grundsätzlich jeden Schiedsrichter so, also immer mal auch aus Spielersicht wieder, ne? Ich habe ja nie geschiedsrichtert oder ich bin nie auf dem Platz gestanden als Schiedsrichter. Aber genauso als Spieler, wenn du mit Schiedsrichtern, also dass du im Gespräch bleibst, dass du kommunizierst und dass auch ein Schiedsrichtermann, also ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der jetzt, also wenn du sagst, du pass auf, das hättest du auch sehen müssen und der sagt zu mir, pass auf, wenn ich besser pfeifen könnte, würdest du besser spielen. Du bist genauso blind wie ich pfeife, spielst du genauso blind und sonst würden wir alle nicht in der Kreisliga sitzen.
Hat er ja recht. Ja. So sieht's ja aus. Definitiv. Ich wollte gerade sagen, das stimmt 1:1. Also ich sag mal, jeder Schiri bekommt einen Spieler, den er verdient, und andersrum ist es auch. Jeder Spieler bekommt einen Schiri, den er verdient. Das passt schon irgendwie zusammen vom Leistungsgefälle. Und am Ende des Tages machen alle den Sport gerne, weil sie ihn lieben, und wenn man sich nicht gegenseitig die Steine, die Knüppel in die Beine schmeißt, dann wird es auch immer ein schönes Spiel am Ende des Tages. Genau, also was ich ganz wichtig finde, ist eben, dass du losfährst, und das sieht man eben zum Beispiel bei Peter, dass man das wirklich mit Freude macht. Du möchtest los, du möchtest das Hobby ausüben, du stehst da nicht nur, weil du es musst, weil der Verein sagt, du pfeif mal, oder der Verein sucht noch Spieler, und dann stellen die da irgendwie nochmal hin, der gar keinen Bock mehr hat zu spielen, und nehmen da irgendeinen aus der x-beliebigen Mannschaft. Das kann nicht gut werden, also das sollte dann schon entsprechend hinhauen, und insofern muss ich da wirklich sagen, sind wir echt froh, jemanden wie Peter zu haben. Ich glaube, Platz als Pressesprecher ist bald auch noch frei. Wirklich, war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja, vielen Dank. Bis und dann. Genau, ciao. Dankeschön, ciao. Wir werden sich aber die Wattebäuschen zugeschmissen. Ja, aber Ehre wem Ehre gebührt, Peter, das ist ja auch wirklich so. Ja, dich kennen ja nur einfach auch unfassbar. Ich meine, du hast hier Toschstedt, die zugucken, Buchholz, die zugucken. Also einfach ja, der ganze oder viele aus dem Landkreis sind ja dabei und gucken und folgen deinem Gespräch. Definitiv, hier. Definitiv. Vor allen Dingen so im Laufe der Jahrzehnte. Ich sag mal, einer zu mir gesagt, du hast schon meinen Opa gepfiffen. Ne? Da hat er gesagt, bei dir stimmt ja wohl was nicht. Der hatte wirklich einen recht jungen Opa, den ich schon gepfiffen hatte, aus Emsen jemand. Ja, kann. Da habe ich ja gedacht. Gott. Nein, aber es macht schon Spaß. Und das fehlt ja im Moment in der Corona-Zeit. Fehlen doch schon so diese sozialen Kontakte auch. Auf jeden Fall. Das merkt ihr ja hier auch wahrscheinlich im Jugendzentrum. Naja, es ist anders. Ne? Das ist anders. Und deswegen ist das ja ein Grund, warum wir dieses Format gar nicht. Also was die Kollegen aus Toschstedt vorangetrieben haben, so ein Format zu entwickeln, um ein sozusagen, du hast ja einen zusätzlichen Pfeil im Köcher, um junge Leute, um junge Menschen, um unsere BesucherInnen zu erreichen. Und der ein oder andere guckt zu, der ein oder andere guckt halt nicht zu, wenn es ihn nicht interessiert. Und beides ist völlig in Ordnung. Aber wir als Sozialarbeiter oder als Mitarbeiter im Jugendzentrum gehören ja schon in irgendeiner Weise zur Lebenswelt der Jugendlichen dazu. Und das ist halt eine Möglichkeit, in der Lebenswelt der Jugendlichen wieder zu sein oder bei euch zu sein und mit euch zu schnacken sozusagen. Das ist ja unsere Idee sozusagen. Wir versuchen ja Situationen, die bei uns im Jugendzentrum völlig normal wären, jetzt in eine digitale Ebene zu bauen. Zum Beispiel das Gespräch mit der Lehrerin, die könnte zum Beispiel, was wir vor 2-3 Wochen hatten oder vor geraumer Zeit hatten, könnte es so sein, die kommt vorbei und wir treffen uns und dann trinken wir einen Kaffee zusammen im Jugendzentrum und dann sitzt der eine oder andere Jugendliche dabei und wir schnacken zusammen. Mhm. Mit Silke Scheiderer von den Webcoaches zum Beispiel ähnlich. Die ist Kollegin, wir haben irgendwie eine Sache vorzubereiten, wir treffen uns, wir reden zusammen und die Jugendlichen sitzen drumherum. Genauso könnte es sein, dass du beim Rathaus vorbei propellerst. Ja. Wir treffen uns und kommen ins Gespräch und der ein oder andere Jugendliche mischt sich dazu ein und sagt, gut, ja. Fußball kenne ich auch. Ich kenne auch ganz viele Jugendliche, die Fußball spielen, dich als Schiedsrichter. Das wundert mich manchmal. Ich kenne die meisten nicht. Genau, aber das ist ja so ein bisschen die Idee hinter unserem Konzept, was wir hier so machen, dass wir versuchen, das wäre eine Situation, die könnte im Jutz auch so sein, da wäre noch laute Musik und was weiß ich dabei, eine Tasse Kaffee möglicherweise, das dürfen wir nicht trinken, deswegen haben wir hier unsere geschlossenen Flaschen. Alles gut. Genau, das wäre ja sozusagen, ist ja unsere Idee, um nochmal so den einen oder anderen zu erreichen, der uns sonst nicht erreicht im Moment. Ja, klar. Und anscheinend die Kreisliga-Gemeinde des Landkreises Harburg nutzt das genauso. Ja, die kennen sich hier sicher hier. Fragen sie es. Du kennst ja alle vom Sehen. Ich kenne wirklich sehr viele. Du kennst im Laufe der Jahre auch, das merkst du auch, wenn du irgendwo mal zu irgendwelchen Veranstaltungen gehst, das ist schon witzig. Und es ist ja auch, Fußball ist ja auch im Moment, oder insgesamt ist Fußball ja auch eine Gemeinde. Ne? Genau. Also, da scheidet der ein oder andere mal aus, weil er nicht mehr kann oder auch beruflich keine Zeit hat. Ja. Das ist ja eine Schiedsrichterei, das ist ja keine Sekte oder so. Ne? Ja. Hier ist noch eine Frage. Bei uns hat sich mal der Schiri gegen den ESV Maschen in der Kabine versteckt. Hast du schon mal was Ähnliches erlebt? Also, ich habe zweimal hatte ich das Thema, wollten wir auch noch irgendwie Gewalt. Ja. Also, mich hat einmal ein Spieler, der ist mir ins Kreuz gesprungen. Okay.
das war nicht so schön. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man sagt, das ist mir ein bisschen zu gefährlich und ich bleibe zu Hause. Aber das war wirklich eine Ausnahmesituation. Vielleicht habe ich mich auch, falsche Körpersprache, zu aggressiv an den Rang gegangen, weiß ich nicht. Das war jedenfalls Fakt, der ist mir ins Kreuz gesprungen. Und einmal hat mich ein Altherrenspieler gewürgt. Der hatte aber eher private Probleme. Der hatte gerade seinen Job verloren, die Frau hatte ihn verlassen. Und der hat sich nachher auch bei mir entschuldigt. Finde ich in Ordnung. Und die andere Geschichte da, das war eine Mannschaft aus Lüneburg-Kaltenmoor, mit dem ins Kreuz springen. Das ging natürlich noch vors Jugendgericht. War nicht so schön und war aber auch dem geschuldet. Das war eine A-Jugendmannschaft, Lüneburger SV. Schwierige Zusammensetzung, sag ich mal so ein bisschen Ghetto-Fußball. Dann auch völlig ungeeigneter Betreuer, Trainer dabei, der die nicht im Zaum hatte. Ja. So, und das war nicht so prall. Aber das sind Ausnahmen aus 25 Jahren. Ja. Entweder man kann es ab. Persönlich finde ich sowas auch total krass, weil da ist man nicht drauf vorbereitet. Und vielleicht, das war auch ganz am Anfang, da war ich noch nicht so lange dabei. Vielleicht habe ich auch irgendwelche Fehler gemacht. Also man sollte sich auch immer, wenn man spielt, es ist immer schwierig, leicht zu sagen, oh, die anderen haben alle Schuld. Man muss auch sich mal an die eigene Nase fassen. Heute, du kannst viel. Wobei ich mal grundsätzlich finde, geteilter Meinung und eine Spielsituation anders auffassen, das ist alles, finde ich, normal. Und sich anbrüllen gehört auch dazu. Ist Fußball. Aber es sollte schon immer ja einfach der, ja, ich meine, wir sind, wie wir miteinander umgehen, das ist ja auch sozusagen, man fässt sich nicht an. Und das, zum Beispiel, solche Sachen, genau. Das ist einfach so, das kann ist immer mal übergriffig, passieren. Das kann passieren, aber es eigentlich, da darf das diese Grenze nicht überschreiten. Aus meiner Spielerkarriere kann ich sagen, das ist auch sehr, habe ich noch nie erlebt. Also. Na, ich hatte das noch einmal, da hat mich ein Spieler, dem wollte ich rot geben und hat er mich an der Hand festgehalten. Ja. Habe ich auch nicht überbewertet, habe ich auch regeltechnisch hier mit unseren jungen Chefs, musste ich kämpfen, warum hast du nicht abgebrochen? Ich sage, da war keine Gefahr im Verzuge, weil ein Abbruch ist auch immer, ein Spielabbruch ist immer, wirft auf dich ein schlechtes Licht und es ist auch für einen Fußball blöde, wenn Spielabbruch, liest jeder. So. Ja. Und ich habe es dann auch so, das war hier ein vom ersten FC Seevetal, hier eine Flüchtlingsmannschaft, der hat wirklich dann die Nerven verloren und hat versucht, mir die rote Karte, hat nicht aus der Hand geschlagen, er hat mich einfach nur in der Hand festgehalten. Und hab ihn abgeschüttelt, es war kein, und dann war auch Schluss. Ne? Ja. Und dafür ein Spiel abzubrechen, regeltechnisch möglich, aber mit einem Abbruch ist nicht alles getan. Das kann sein, dass es dann erst richtig losgeht und genau, sich geprügelt wird. Deswegen, das ist immer ein schmaler Grat. Ja. Und als Schiedsrichter bleibt da auch immer was hängen. Wenn du einen Spielabbruch hast, ist ein Zeichen von Schwäche. Das macht man wirklich nur, wenn Massenschlägerei ist und solche Geschichten. Dann sollte man das, aber sonst sollte man vermeiden. Und für den Fußball ist auch nicht gut, ne, ein Abbruch. Ja. Aber wie gesagt, ich habe sowas tatsächlich, Meinungsverschiedenheiten, ja, Schubsereien, Rudelbildung auch. Und da bin ich ja wahrscheinlich auch immer einer, der in der Rudelbildung zumindest nicht weglaufen kann. Also da bin ich dann auch immer. Also manchmal, du hast auch manchmal Mitspieler, wo du weißt, die ziehst du lieber weg, da gehst du dann lieber in die Rudelbildung auch mit rein, weil der hat sie nicht unter Kontrolle, den ziehe ich lieber weg. Ich bin aber auch dann gerne mit da drin und versuche dann nochmal, dass der andere vom Platz fliegt, weil ich was sagen kann und dann vielleicht werde ich dann geschubst und dann fliegt der andere nochmal vom Platz. Ja. Das ist ja auch eine Strategie, die du manchmal hast. Ja klar, es gibt auch Spieler, die können da nicht wegbleiben. Ne? Da kann ich nicht. Die können 80 Meter weg sein. Ja, da muss ich hin. Wenn du einen Rudel hast, das ist auch im Profifußball, du weißt doch ganz genau, wer da auftaucht. Ja, dann, genau. Ne? Das sind immer die gleichen. Ja. Und da muss ich leider sagen, wünschte ich mir manchmal, ich wäre reflektierter, aber hier auf Kreisebene, die Rudel, das hält sich ja alles in natürlich Grenzen. Ne? So, die Fragen wären tatsächlich durch, als wenn wir es getaktet hätten sozusagen. Echt? Ja. Gutes Timing. Man merkt doch, dass du das schon öfter gemacht hast. Wenn hier noch, also wir haben eine Sache, die wir noch machen müssen. Wir haben ja eine Jutes-interne, also wir haben eine Jutes-Digi-interne Playlist, wo jeder Gast, der bei uns hier im digitalen Jugendzentrum ist, einen Song raufpacken kann. Da hattest du ja schon was rausgesucht. Ja, ich wollte hier meine Punkrock-Geschichten wollte ich hier niemandem antun. Da habe ich mir dann, die habe ich mal bei einem Turnier in Italien getroffen. Mono und Nikita Man mit 1000, ne?
Heißt das Lied Tausend? Ja, ja genau, genau. Das hattest du mir geschickt. Das wollte ich mal so. Das ist so der kleine gemeinsame Nenner. Ich wollte hier nicht mit irgendwelchen Punk-Geknüppel die Leute nach Hause tragen. Und Mono und Nikita, ich habe die beim Reggae-Jammer gesehen. Ja, die haben auch mal in Lüneburg gespielt. Da war auch irgendwie ist auch in so ein Hip-Hop-Kram. Lunatic. Ja, die machen Reggae-Musik. Ja, da waren die auch. Lunatic, ja, genau. Habe ich die mal gesehen. Ja, ich habe sie beim Reggae-Jam gesehen. Nee, Oi-Punk gibt es hier nicht. Könnte aber auch. Nee, das, also, will ich hier das wollte ich hier keinem antun. Und Mono und Nikita, Mann, ich muss ja sagen, wir haben eine relativ qualitativ hochwertige Playlist, wenn man sich die mal anhört. Also folgt uns gern oder guckt gerne auf unsere Instagram-Seite. Da ist in den Highlights sind die Lieder drin. Das ist schon zufälligerweise aber auch alles Lieder, die ich auch so hören würde. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen schräg und ich kannte auch nur, ich habe das durch Zufall gesehen, dass jeder was von Mono und Nikita Man oder hier Gentleman kenne ich. Den wird es aber auch hier schon mit einem gemeinsamen Nenner, mit mir und anderen Menschen wird es schwierig. Aber Musik ist Musik und Hauptsache man hört was. Und ich meine, da können wir jetzt noch eine Stunde fast drüber reden, über Musik und Fußball, das passt ja nur auch einfach sehr gut zusammen. Vielleicht beim nächsten Gespräch. Wir sind nämlich mit den 2 Stunden, die wir hier an Sendezeit haben, durch. Vielen Dank, dass du da warst, Peter. Ja, danke, dass ich die Schiedsrichterei hier mal so ein bisschen vertreten konnte und auch mal ein paar Einblicke geben konnte. Auch hier unsere jungen Lehrwarte, die sind da auch sehr gut, muss ich sagen. Auch die Zusammenarbeit mit denen macht Spaß und denke ich, ist auch positiv für Schiedsrichterei, fürs Image der Schiedsrichterei, muss ich auch mal sagen. Genau, das hat großen Spaß gemacht. Ich meine, wir alle, wenn wir nicht Fußball spielen können, reden wir über Fußball. Ist so. Oder über den HSV. Ja, darüber. Also ich meine, ich habe eine große Klappe und ich weiß zu vielen Themen was zu sagen, aber dazu weiß ich nur auch einfach wirklich nichts mehr. Nee, HSV geht aber immer. Egal, das ist ein guter Zeitpunkt. Genau. Kilian, wir sehen uns. Viele Grüße. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.